Wer hat die Nord Stream Pipelines in die Luft gejagt? Seit einem Dreivierteljahr schweigt die deutsche Bundesregierung zu den Ermittlungen. Und zwar aus Gründen des Staatswohls, wie sie sagt. Aber jetzt gibt es neue Hypothesen von unabhängigen Forschern. Der eine geht von 50 Kilo Sprengstoff aus, der andere von 2,5 Millionen. Was steckt dahinter? Außerdem, der Putsch von Putins Koch und Wagner-Chef Prigozhin war gar keiner. Die Meuterei in Russland ist gescheitert. Stattdessen gibt es jetzt in Frankreich schwere Unruhen. Was sind die Ursachen? Und was gibt es eigentlich Neues vom berühmtesten Gefangenen-Geburtstagskind der Welt, Julian Assange? Das und mehr jetzt im dritten Jahrtausend. Willkommen zurück im dritten Jahrtausend, der Sendung, in der wir immer wieder den Finger in die Wunde legen müssen, weil wir wollen, dass wir eine schöne Zukunft haben und weil da einiges im Argen liegt, über das wir hier leider berichten müssten. Und natürlich würden wir das auch gerne machen bei positiven Dingen, aber davon gibt es im Moment leider nicht so viel. Umso besser, dass ich wieder Verstärkung habe von dem sensationellen Dirk Pohlmann. Ja, sensationell. Das freut mich, dass ich das angeblich bin. Gut, ja. Schön, dass du da bist. Und von dem elefantastischen Matthias Bröckers. Ja, heute der Einzige in der amtlichen Dienstfarbe blau. Ja, genau. Das stimmt doch gar nicht. Mein Hemd ist auch so ein bisschen blau. Schweinchenblau. Na, du bist aber eigentlich auch immer im Dunkelblau. Naja, gut, also heute sind wir. Das war immer blau, aber ich habe es lange nicht gewaschen. Ne? Das ist. Okay. Und damit hätten wir schon über alle wichtigen Themen geredet. Das war's. Macht's gut. Okay, nee, ganz ernsthaft. Also, wir haben ja wirklich wichtige Themen vor. Und zwar, jetzt ist also endlich geklärt, wer hinter Nord Stream oder wie Nord Stream, die Nord Stream Pipelines in die Luft gejagt worden sind. Wir wissen ja, das ist die wichtigste Energieschlagader des ganzen Kontinenten gewesen. Hätte Europa auf lange Zeit mit sicherem, billigem Erdgas versorgt. Daraus ist leider nichts geworden. Aus mysteriösem Grunde sind die Pipelines in die Luft gesprengt worden im September 2022. Ist also jetzt schon 9 Monate her. Und wir wissen leider immer noch nichts darüber, wer dahinter steckt aus offizieller Quelle. Aber jetzt hat ein Schwede aus eigenem Antrieb eine eigene Expedition veranstaltet, ist dorthin getuckert mit seinem Boot, hat dort sich umgeguckt und hat sensationelle Erkenntnisse gesammelt. Wer von euch beiden möchte den Fall übernehmen? Kommissar Pohlmann würde ich vorschlagen. Kommissar Pohlmann. Okay, also es ist wenig beeindruckend, würde ich sagen. Er fängt zum Beispiel damit an, dass er sagt, die größte Kraft der Explosion sei durch die Gasleitung. Also wird von einer Gasleitung, soll man sich jetzt vorstellen, dass das Gas unter Wasser explodiert? Oder ist es die geplatzte Gasleitung, die dann sozusagen den Druck produziert? Also es klingt fast, als wenn er behauptet, dass man Gas unter Wasser anzünden kann. Ohne Sauerstoff wird das gewisse Schwierigkeiten machen. Und er redet dann davon, dass er selber dahin gegangen ist. Und das Ganze kam in The Intercept von Jeremy Scahill. Und wir erinnern uns ja, dass The Intercept die Publikation ist, aus der Glenn Greenwald ausgestiegen ist, weil er dann doch nicht mehr der Meinung war, weil er zensiert wurde, nämlich mit ausgestiegen wurde, sozusagen. Ja, ich glaube, es war der Biden-Laptop, ne? Wollte darüber berichten, ja. Das sollte verhindert werden, dass schon etwas darüber aussagt. Und ich finde besonders schön, ich lese das jetzt mal vor, dieser Mann ist ein reuiger Verschwörungstheoretiker und deswegen auch medial gut geeignet. Und dann schreibt Scahill, vielleicht war es seine Faszination für solche Gegenerzählungen, die ihn dazu brachte, so fest an Hirschs Darstellung des Nord Stream Bombenanschlags zu glauben. Doch anders als viele Social Media Krieger endete er seine Position, als er mit empirischen Beweisen konfrontiert wurde, die seine Hypothese widerlegten. Also er war am Anfang ein Hirschgläubiger, jetzt ist er reuig in den Schoß der Kirche zurückgekehrt und sagt eben, dass die reden ja von 500 bis 900 Kilogramm. Also das, ich bei der Beschäftigung damit, ist es wirklich sehr merkwürdig, weil zum Beispiel sind 2 Explosionen, die aufgezeichnet sind. Man kann aber alles Mögliche lesen, also von 4 Explosionen, je nachdem. Die Sache ist bizarr unklar.
wenn man sich vorstellt, wie lange das läuft. Und zum Beispiel war auch, wir hätten auch einen Bericht machen können, auch Greyzone hatte eine Expedition hingeschickt, die einen Stiefel gefunden haben, einen amerikanischen Taucherstiefel, also die solche Taucher anhaben, nicht mit Flossen. War ein Personalausweis drin? Ich frage nur, frage einen Freund. Das war für den Freund dort auf der anderen Seite, Entschuldigung, hier, ne? Nee, da, den Freund, der ja der Spezialist für die merkwürdigen Umstände, das sind ja auch, also 9-11, wir haben ja demnächst, haben wir auch noch 60 Jahre Kennedy, das sind alles so Geschichten, wo es einem graust, ja. Und also was er dann sagte, ist, dass man mit viel weniger, also mit 50 Kilogramm Sprengstoff das auch hinkriegen würde. Und da wurde dann laut diesem Artikel von einem ehemaligen Experten der US Navy nach Vorlage des Footage, also da haben sie da unten rumgeschwommen, bestätigt. Dafür spricht aufgrund des enormen Gasdrucks sogar von 10 Kilogramm, die ausgereicht haben könnten. Also doch Andromeda und das Paddelboot und die Flossen und der Schnorchel. Und ja, der dressierte Heuler, der ausgebildet worden war, sei von den ukrainischen Spezialkräften. Und die Spezialwaffe, und zwar die von Räuber Hotzenplotz, die Pfefferpistole, ist lange Jahre im Safe aufbewahrt worden, um bei dieser Operation endlich eingesetzt zu werden. Also das, ich nehme es nicht ernst, ja, dieser Artikel, also allein schon die Tatsache, wenn man es sind ja jetzt eine ganze Reihe von Leuten da unten gewesen und wir müssten ja eigentlich, müssten wir Daten haben. Es fällt aber auf, dass zum Beispiel die Schweden, die ja in deren, nicht Territorialgewässern, aber sie sind das ihre Wirtschaftszone, also das Gebiet, für das sie zuständig sind und das sie überwachen, die haben ja, nachdem sie also sich damit angefangen haben zu beschäftigen, haben sie erstmal klargemacht, dass sie ihre Kenntnisse mit niemand teilen. Und ich erinnere auch daran, dass Schweden im Herbst letzten Jahres seine Verfassung in einem Artikel geändert hat, sodass jetzt Mitteilungen, die die Position Schwedens gegenüber der UN oder der NATO beschädigen können, nicht mehr erlaubt sind. Also was ist denn das für ein Paragraph in einem demokratischen Staat? Die Schweden haben sich noch nie mit rumbekleckert bei irgendeiner Art von Untersuchungsausschuss. Das gibt eine große Neigung, die Sachen irgendwo dort in den Inseln im Archipelago vor Stockholm zu versenken und dafür zu sorgen, da wird nicht Gras drüber wachsen, sondern Seetang. Das war zum Beispiel bei der Estonia-Untersuchung eine groteske Untersuchung. Die ersten zwei U-Boot-Ausschüsse, der erste U-Boot-Ausschuss war eine reine fake-politische Nummer von Carl Bildt angeführt. Der zweite hat das wenigstens korrigiert. Und der dritte, in dem dann festgestellt wurde, und unter enormen Schwierigkeiten, also Dokumente verschwunden, alles, guckt man meine Doku, könnt ihr den Leiter dieser Untersuchung sehen. Allerdings nur in der Arte-Version. In der ZDF-Version wird er zu einem namenlosen Experten, der irgendetwas erzählt. Ja, man weiß nicht so genau, wer er ist und wahrscheinlich spinnt er auch. Und der sagt, wir sind alle veräppelt worden damals. Das war das. Dann Palmemord, nachdem klar wurde, nachdem neue Daten aus Südafrika kamen über die Involvierung des südafrikanischen Geheimdienstes, was eine Menge Sinn macht, weil Nelson Mandela und der ANC von der Sowjetunion und von Schweden finanziert wurden im Kalten Krieg. Ist also nachvollziehbar, genauso wie bei Dag Hammarskjöld, da waren die Südafrikaner, der rhodesische Geheimdienst, auch nicht unbeteiligt. Das ist hinten runtergefallen und es wurde wie bei JFK ein Einzeltäter vorgeführt und so ähnlich wird es auch jetzt gemacht. Es ist außerdem wie bei JFK, eine weitere Ähnlichkeit ist, dass immer neue Theorien aufgestellt werden. Wir erinnern uns, dass am Anfang war es Putin, dunkelraunend, aber die Experten, eines der Lieblingsworte der deutschen Medienlandschaft, die Experten sind sich einig, dass es der Russe gewesen ist, der das Ganze gesprengt hat, was schon mal eine komische Vorstellung ist, weil nach der Sprengung ging der Rubel runter. Das war sicherlich die Absicht von Putin, den Rubel zu schädigen. Ja, das wird er gemacht haben. Ja, und die eine Pipeline, die Milliarden gekostet hat, dann selbst in und ihm Milliarden, noch viel mehr Milliarden Einnahmen hätte bringen können. Naja, so einem irren Diktator im Kreml ist doch alles zuzutrauen. Alles zuzutrauen, ja. Ja. Ich traue hingegen unseren Medien alles zu. Dann gab's die Mär von dem Ausflugsboot Andromeda, wo die Taucher vorher noch auf dem Küchentisch den Sprengstoff in handliche Stücke zerschnitten haben. Damit sie den,
unten. Wahrscheinlich haben sie den dann in Klarsichtfolie eingepackt, damit der Sprengstoff nicht nass wird, während sie den da drunter bringen oder so. Vollkommen gaga. Ja. Also, dass man sozusagen den Sprengstoff in dem Boot zusammenbaut. Also, wenn würde man mit einem fertigen Sprengsatz dahin fahren. Das ist alles. Und das ist auch schon auffällig. Diese Sache wurde ja von den deutschen Sicherheitsbehörden an unsere Top-Investigativjournalisten bei Süddeutsche, ZDF, NDR, ARD oder Zeit, ja. Bäckerblume wahrscheinlich auch. Ich habe keine Ahnung. Also, alles so sozusagen dabei, die dann ermitteln. Und die kamen dann mit dieser Nummer, nachdem, also erst ist es dunkelraunend, es ist der Russe, kommt aus der ganzen Welt, es ist wahrscheinlich Putin gewesen, Putin ist alles zuzutrauen. Dann kommt Seymour Hersh mit seiner Veröffentlichung und dann gibt es plötzlich, nachdem Seymour Hersh seine Veröffentlichung gemacht hat, wird Seymour Hersh als alternder Blogger, dessen Gehirn nicht mehr funktioniert. Ich glaube, sie haben ihn mit Biden verwechselt. Aber das kann schon mal passieren in der Hitze des Redaktionsgefechts. Biden blockt nicht. Naja. Schon wahr, das würde er nicht hinkriegen. Das müsste er betreut, müsste ihm jemand die Finger führen bei der Tastatur. Also das ist ja mittlerweile nur noch mit Mitleid zu ertragen. Ja. Also der Mann fällt ja auch ständig auf die Nase, egal wo er auftritt. Ja, ja, das ist wirklich, ich habe wirklich auch Mitleid, muss ich sagen. Ja. Und dann kam auf einmal nach der Hirsch-Veröffentlichung kam auf einmal ganz viele Verschwörungen, also ganz viele neue Theorien. Das nennt man Spieltheorie. Das heißt, das ist eine Funktion der Spieltheorie, indem man, das sind sozusagen so Erfahrungen aus dieser Spieltheorie 60er Jahre, als sich die Leute damit beschäftigt haben, durch das Aufbringen von immer neuen Hypothesen wird halt, ist die bestmögliche Verunklarung. Und das haben wir. Mudding the waters. Mudding the waters, ja. Ist richtig, ja. Und das JFK ist das klassische Beispiel. Ja, ja. Wenn immer jemand etwas sagt, dann, wenn also irgendwie klar gemacht wird, okay, da ist Alan Dulles gerade frisch gefeuert, persönlich von JFK, und der sitzt da in Virginia und sozusagen führt die ganze Revolte gegen John F. JFK an, dann sagt jemand, ja, aber wir haben von der Mafia auch Leute. Und der Kubaner, dem ist auch immer alles. Früher war dem Kubaner alles zuzutrauen, das hat jetzt der Russe übernommen. Ja. Also auf jeden Fall, das gab es immer neue Theorien und auch jetzt. Das heißt, der Grund dafür, den kann man auch sehen in einer. Es gab ja mehrere Anfragen, also Sarah Wagenknecht hat zwei Anfragen gemacht, die Frau Nastitsch mit einem Vornamen, den ich immer vergesse, weil er so schwierig ist, aber auch eine Abgeordnete der Linken, die beiden, sie war die erste, die eine Anfrage gestellt hat, und die Antwort darauf, die ist spektakulär, die kann man hier in diesem Artikel der Berliner Zeitung, auf die erste Anfrage, was denn die Ermittlungsergebnisse seien, wurde gesagt, Zitat, aus Gründen des Staatswohls, Zitat, wird keine weitere Auskunft erteilt. Die Bundesregierung sei, wieder Zitat, nach sorgfältiger Abwägung zu dem Schluss gekommen, dass weitere Auskünfte aus Gründen des Staatswohls nicht, auch nicht in eingestufter Form, erteilt werden können. Also normalerweise gibt es auch Ausschüsse, wo die Leute dann im kleinen Kreis solche Dinge vorgetragen bekommen mit höherer Sicherheitsklassifizierung. Gar keine Auskünfte. Die Parlamentarier, also die Kontrolleure der Exekutive, werden nicht informiert. Das könnte aus jeder Bananenrepublik stammen. Grund dafür sei die Third-Party-Rule, also Englisch, und deswegen erhöht im Rahmen des regelbasierten Wertesystems des Westens der entscheidende Argument für die internationale Zusammenarbeit der Geheimdienste. Das heißt Zusammenarbeit, sondern die einen gehorchen, die anderen geben vor, was gemacht wird. Ja. Danach unterliegt der internationale Erkenntnisaustausch besonders strengen Geheimhaltungsauflagen. Die erbetenen Informationen, wie der Zitat, berühren somit derart schutzbedürftige Geheimhaltungsinteressen, dass das Staatswohl gegenüber dem parlamentarischen Informationsrecht überwiegt und das Fragerecht der Abgeordneten ausnahmsweise gegenüber dem Geheimhaltungsinteresse der Bundesregierung zurückstehen muss. Berliner Zeitung im Klartext, es gibt vermutlich Erkenntnisse, die die Bundestagsabgeordneten aber nicht erfahren dürfen. Es ist so, das können wir aus dieser Sachen ableiten, dass es weder ein Interesse gibt, das genau aufzuklären, man will da nicht so genau ran, nachdem natürlich auch die Amerikaner in vielfacher Form angekündigt hatten, dass sie die Pipeline sprengen werden und sich hinterher ein Bär gefreut haben, dass das passiert ist. Auch das sozusagen ist eindeutig, weswegen ja Oscar Lafontaine sagt, wenn man ständig jemanden hat, der sagt, ich war's, warum muss ich dann irgendwo anders noch suchen? Ja, aber das würde natürlich Probleme machen. Es wäre eine Sache innerhalb der NATO. Also eigentlich könnte dann Deutschland
sagen, wir sind angegriffen worden von einem NATO-Staat. Was wäre die Konsequenz, wenn man das weiter durchdenkt? Und weil man das nicht will, weil man die Konsequenzen davon nicht weiter will, hält man das Ganze im Unklaren. Und was jetzt gekommen ist, ach so, dann gab es auch noch, Wagenknecht hat auch noch gefragt, die linken Abgeordnete, also Wagenknecht, hatte die Bundesregierung danach gefragt, was sie über die sogenannten Dark Ships wisse, die wenige Tage vor dem Anschlag auf die Pipelines am 26. September in der Nähe des Tatorts unterwegs gewesen seien. Über diese beiden Schiffe, die ihre Peilsender ausgeschaltet hatten, also ihre Transponder, wo man dann sieht, wie heißt das Schiff, wo ist es, also sozusagen die nur noch als, wenn überhaupt, also als Radarblip auf der militärischen Aufklärung zu sehen waren, tauchen nirgendwo auf diesen Webseiten, wo man gucken kann, auf, berichtete vor einiger Zeit die amerikanische Computerzeitschrift Wired. Die US-Firma SpaceNow hatte entsprechende Satellitendaten ausgewertet und der NATO zur Verfügung gestellt. Wagenknecht fragte nun, ob sich die Regierung Kenntnis darüber verschaffte und welche Schlüsse sie gezogen hat. Eine Antwort verweigerte das Justizministerium jetzt. Da ist mittlerweile klar, dass es sich um schwedische Schiffe handelte. Da ist in Schweden drüber berichtet worden. Und auch da, also wenn man was rauskommt, dann kommt die nächste Story. Flipper, Robby, irgendwas anderes, irgendwer wird es gewesen sein, der jetzt neuerdings da ist. Oder eben solche, ich frage mich, warum Telepolis sowas abdruckt, diese Story, die da ist. So. Und es gibt aber auch mittlerweile eine neue, die ich erst mit großer Zurückhaltung angeguckt habe. Und so reagiert jeder darauf. Und zwar, dass die Nord Stream Pipeline mithilfe eines thermonuklearen Sprengsatzes in die Luft gejagt worden ist. Was bedeutet das, thermonuklear? Wasserstoffbombe. Und Wasserstoffbombe ist um den Faktor stärker als 1000, als eine Atombombe. Und wenn wir das jetzt sozusagen, was man hat, ist, dass man mit wesentlich geringerer Menge entweder die gleiche Leistung wie mit der, zum Beispiel Hiroshima hatte 13 Kilotonnen, dafür bräuchte man jetzt sozusagen nur noch eine apfelgroße, also man kann die sehr klein bauen. Das sind die sogenannten Mini-Nukes. Und weil die Leute nicht viel wissen davon, die Militärs sind von diesen Mini-Nukes, also insbesondere die amerikanischen, begeistert, weil sie die Möglichkeit eröffnet würden, mit nicht viel Strahlung, aber mit einer hohen Sprengwirkung, also im Verhältnis zu anderen Bomben relativ sauber, eine immense Sprengwirkung auszuüben, um zum Beispiel Bunker zu zerstören. Deswegen wird in den Gehirnen der US-Militärs rotiert der Gedanke, dass man das ja endlich mal einsetzen könnte, weil es ist ja gar nicht so schlimm im Verhältnis. Wobei man auf der anderen Seite die Grenze der Nuklearwaffen überschritten hat. Das ist ja, die werden ja eingesetzt eben wegen ihrer immensen Sprengwirkung. Das heißt, ein Sprengkörper auf dem Flugplatz und da ist nichts mehr übrig. Darum geht es. Deswegen kann man ab einer bestimmten Eskalationsstufe innerhalb eines militärischen Konflikts wird dann eben als letzte Maßnahme der Einsatz von Nuklearwaffen in Erwägung gezogen, von dem wir nicht wissen, ob er jemals wieder aufhört. Wir sehen ja jetzt schon, die Logik des Militärischen ist nicht, dass man, wenn der eine höher geht, der andere weiter runter und sich bückt, sondern das geht immer in Eskalation weiter. Auf diese Weise wird man den Konflikt nicht beenden. Der Konflikt wird beendet diplomatisch, weil entweder die beiden Parteien müde sind oder weil, wie in Nordirland, die Frauen sagen, dass ihre Männer nicht mehr zum Sterben schicken bei IAA gegen Nord. Also das ist so die Sachen. Und also diese Mini-Nukes, die kann man skalieren. Was noch eine Besonderheit ist, dass mittlerweile die vierte Generation existiert, von der wir nicht wissen, wie die Zünder funktionieren. Denn eigentlich muss man für eine Wasserstoffbombe eine Atombombe zum Zünden haben, um die Fusion in Gang zu kriegen. Man braucht immense Energiemengen. Und dort gibt es aber mittlerweile andere Technologien, von denen wir nichts wissen. Das ist extreme militärische Geheimhaltung. Wer in die Nähe dort der Wahrheit geht, wie es funktioniert, ist auch automatisch auf dem Schirm von lauter Leuten, die nicht nett sind und wenig Humor besitzen. Also das ist die vierte Generation. Mittlerweile, was aber klar ist, dass man Bomben in der Größe einer Thermosflasche bauen kann. Ananasgröße. Also das heißt, die sind miniaturisiert und sie können skaliert werden. Also die Bomben, die in Artilleriegranaten oder auf mit Flugzeugen oder mit Raketen verschossen werden. Ich rede jetzt nicht von den größeren Sprengköpfen, die ja in den Megatonnenbereich gehen. Ja, also Millionen Tonnen. Also das heißt, wir reden dann von 1000 Millionen Tonnen Spreng-TNT-Äquivalent. Also das heißt nicht davon, sondern diese
diese Mini-Jukes kann man skalieren zwischen ein und dieselbe Waffe zwischen einer Kilotonne und 40 Kilotonnen. Also Vergleich nochmal 13 Hiroshima. Ich glaube, Nagasaki, also ist auch in dem Bereich, ist nicht wesentlich, kein großer Unterschied dazu. Das sind mittlerweile die kleinsten Waffen, die es überhaupt gibt. Also taktische Gefechtsfeldwaffen. Und man könnte es aber noch runterfahren. Also man kann auf eine Kilotonne, und das ist die Hypothese, die ein wirklich renommierter Physiker aufgestellt hat. Also ich habe nachgeguckt, eine der ersten Methoden, wenn man nachguckt, also im Moment ist er Doktor, er hat im Moment keinen Professorentitel, er wird sich im pazifischen Raum jetzt umtun. Mit dieser Veröffentlichung sind seine Chancen, eine Arbeitsstelle im Westen zu kriegen, auf null heruntergegangen. Einer der Gründe, warum sich zum Beispiel niemand damit beschäftigt. Dieser Mann ist aber sehr renommiert, hat über 120 Veröffentlichungen und ist mehrere tausend Male zitiert. Seine populärste Veröffentlichung in Google Scholar ist von 2011 und ist 473 Mal, war es, glaube ich, zitiert worden. Also eine Person, die... Ich höre so ein Rauschen, ihr nicht? Also, okay. Na, okay, also eine Person, die in der Wissenschaftsszene Rang und Namen hat. Und er arbeitet seit mehr als einem halben Jahr. Er hat angefangen mit seismografischen Daten, hat sich das angeguckt und hat gesagt, das passt ja alles nicht. Weil es fing schon mal damit an, dass die seismischen, also die Messung als bildliche Darstellung und wurden rausgegeben, aber völlig ohne Einheiten daneben. Das gibt es normalerweise nicht in der Wissenschaft. Also man kriegt nur ein Bildchen, aber nicht in welcher Stärke. Und der Grund war, dass die Stärke sehr hoch ist. Also die Stärke wurde angegeben in einigen Publikationen mit 2,1, aber in der Nähe von Kaliningrad ging das bis 6 oder über 6 sogar. Also das ist dann sozusagen eine relevante Erschütterung. Also da ist etwas Größeres explodiert und dann ging er in die Untersuchung dieses Falles rein und wie er es beschrieben hat, hat er 6 Argumente, dann, die auch in Diskussionen mit Kollegen entstanden sind, weil als er mit der Hypothese kam, und zwar das erste war, dass dieser Graph, also das Bild, die seismische Aufzeichnung der Explosion ist charakteristisch für eine Nuklearexplosion. Bei einer Nuklearexplosion ist ganz am Anfang sozusagen ein Dorn-Spike, den also können wir jetzt von Covid-19, also ein Zacken hoch und runter. Und danach geht es, wird das weniger, während bei einer chemischen Explosion, also Sprengstoff, der Zacken am Anfang fehlt. Und das konnte er zeigen und sah dann eben, das spricht für Nuklearexplosion. Und dann fing er an, gibt es noch mehr Daten, die in diese Richtung funktionieren. Da sieht man das. Und zwar ist das hier links, sind die beiden. Und darf ich kurz vorschlagen, Dirk, weil du hast ja ein ausführliches Interview gemacht mit Professor Braun über seine Untersuchungen zu Nord Stream, wo er auch genau das erklärt. Wollen wir es ihm vielleicht selbst erklären lassen? Ja, umso besser. Genau, also hier mal ein kurzer Ausschnitt aus dem längeren Interview, das Dirk geführt hat mit Professor Braun, der aufgrund von vielen Untersuchungsergebnissen der Meinung ist, dass Nord Stream mit einer thermonuklearen Bombe zerstört worden ist. Bitte schön. Also links sieht man das Seismogramm in Bornholm und die drei verschiedenen Zeilen, das sind die drei verschiedenen Richtungen. Also man kann Seismogramme, wenn das ein State-of-the-Art-Spektrometer ist, dann werden die drei Richtungen bestimmt, oder? Also nach oben, nordwärts und ostwärts. Und das sieht man dort. Das gleiche in Turku, diese Station RAF. Und als Vergleich ein nordkoreanisches Nuklear-Event im Abstand von 300 Kilometern. Nochmals, dass die Station in Turku ist 700 Kilometer entfernt vom Explosionsort und Bornholm 70 Kilometer. Und wenn man jetzt schaut, dann liegt der nordkoreanische Test, den könnte man auch dazwischen legen, zwischen diesen beiden Seismogrammen
und man würde nicht einmal merken, dass es etwas anderes ist. Also, was sind die Kennzeichen jetzt einer nuklearen Explosion gegenüber einer konventionellen Unterwasserexplosion oder einem Erdbeben? A, diese Seismogramme sind isotrop in allen Richtungen, wie wir gesehen haben, sind sie gleich. Und dazu ist der Onset, diese Primary Wave, das ist das stärkste Signal überhaupt. Und also der erste Zacken auf der Grafik, wenn man ganz links hingeht, der erste Zacken. Ja. Richtig, richtig. Und diese Amplitude, die ist die größte. Oder? Und die ist die größte in Bornholm und die ist auch die größte im nordkoreanischen Event. Und das ist eine ganz klare Signatur. Also bei Sprengstoffexplosionen sehe das anders aus? Ja, bei konventionellen Sprengstoffexplosionen wie bei Erdbeben ist der Onset ist schwächer und dann erst kommt die große Amplitude. Mhm. Und hier ganz klar bei beiden Stationen, oder zuerst der große Big Bang und dann, dann das Kleine. Und das heißt schon von dieser semi-qualitativen Analyse sieht man, dass der Verdacht naheliegt, dass es eine nukleare Explosion ist. Oder? Und von da an, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ja, okay, also jetzt brauchen wir mehr Beweise. Ja? Wenn ich kurz rein darf, also eigentlich diese seismischen Daten sollten einem Fachmann bereits sagen, dass hier was nicht stimmt mit der Sprengstoffexplosion. Also jemand, der sich auskennt, der seismische Daten von Nuklearexplosionen, müsste dann sagen, was ist denn das? Warum sieht das denn aus wie eine Nuklearexplosion und nicht wie Sprengstoff? Es ist interessant, NOSA hat auch ein Seismogramm veröffentlicht, das eben nicht so aussieht. Und das ist, wenn wir auf der Karte schauen, auf der Lee-Seite der Explosion. Das heißt, einerseits werden vom Explosionsort gehen Schockwellen aus. Und wie wir von der Küstenform gesehen haben, jetzt in der Mitte unten, sieht man, dass die Küstenlinie der südschwedischen Küste hat diese elliptische Form wie ein Spiegel. Und das ist nochmals ausgeprägter zu sehen ganz rechts. Die rote Linie stellt das Gleiche dar wie die rote Linie in der mittleren Karte. Und dieser Kessel, der hat die Eigenschaft, und der Explosionsort ist genau im symmetrischen, also genau in der Mitte. Das heißt, die Küstenlinie agiert als Fokussierungsdevice für die Schockwellen. Die Schockwellen werden reflektiert, generieren einen sekundären Fokus und dieser Fokus emittiert dann weitgehend in diesen Unterwasserkanyon, den man dort sieht, und die resultierende Schockwelle geht direkt auf die Küste in Kaliningrad los, die sehr steil ist. Ja. Also dann geht die Schockwelle fast vertikal auf die Küste und das bewirkt dann, dass sie einerseits reflektiert wird, andererseits wird Impuls übertragen in das Erdreich und das gibt dann Anlass zu den seismischen Response, den man ganz rechts sieht jetzt in dieser Grafik. Und um zu sehen, wie effektiv dieses Setup ist, in Bornholm oben, das ist ein Seismogramm, wenn Sie die Einheiten anschauen, dann sehen Sie, dass sie 10-mal weniger sind als das entsprechende Seismogramm in Suwalki. Das ist ganz rechts. Also wenn man das skalenmäßig ebenbürtig auftragen würde, dann würde das Suwalki-Diagramm, müsste man um einen Faktor 10 auseinanderziehen. Das ist viel, viel riesiger als in Bornholm. Das heißt, obwohl Suwalki 500 Kilometer weg ist vom Explosionsort, war der seismische Response 10-mal größer in absoluten Einheiten als im benachbarten Bornholm. Mhm. Und das erklärt auch, dass man in Bornholm nicht so viel gemerkt hat von dieser Sache, aber höchstwahrscheinlich war es ein Effekt, den man bemerkte in Kaliningrad. Da gilt es aber zu sagen, dass es war nicht designed als Full-Blast-Angriff auf Kaliningrad,
sondern es war designt als koverte Attacke. Das heißt, schaut mal, was wir machen. Und im Fall, wir haben auch Waffen, die man leicht hochskalieren kann. Man erinnert sich, thermonukleare Waffen, die können vom Bereich von einer Kilotonne bis zu 50 Megatonnen getuned werden. Das ist ein Faktor 50.000. Mhm. Und das ist natürlich ganz substanziell, oder? Das heißt, wenn man da ans obere Ende geht, dann wäre Kaliningrad oder die Küstenlinie, das wäre überflutet worden. Ganz abgesehen von induzierten seismischen Schäden. Was ich noch nicht erwähnt habe, war die Temperatur. Ganz wichtig, die Bodentemperatur. Die Temperatur im Wasser. Die Bodentemperaturen, die sind überaus wichtig. Und dass man eben 5 Grad Temperaturanstieg beobachtet hat, in diesem Winter verglichen mit dem vorangehenden Winter bei der Wassertemperatur am Meeresboden, das sieht man in dieser Grafik hier. Mhm. Also ganz rechts ist die Differenz, links sind die beiden Daten von den beiden aufeinanderfolgenden Jahren. Und zusammen mit dem Radioactive Fallout, der ja, bleiben wir gleich mal da, weil 5 Grad ist eine unglaubliche Größe, wenn wir daran denken, was über welche Änderungen wir beim Klimawandel reden. Von jährlich, es ist ja eine Durchschnittstemperatur, um die es hier geht. Das heißt, Sie haben verglichen ein Jahr vorher, wie sah das im September aus und wie sah das danach aus in dem Jahr, wo die Explosion war. Und diese 5 Grad sind eine gigantische Größe. Das ist keine kleine Größe, wenn man das interpretiert. Ja. Was man vielleicht auch noch anfügen sollte, ist, dass weit weg, also anderswo in der Baltischen See, gibt es keine solchen Temperaturdifferenzen. Im Gegenteil, die Tendenz ist eher, dass das letzte Jahr kühler war, dass die Wasserbodentemperatur kühler war als im Vorjahr. Wenn man sich an die Küste stellen würde, bei Suwalki, bei Kaliningrad, und wenn man sich das Wasser in der Baltischen See wegdenkt, dann hätte man eine Sichtverbindung gehabt, also hier unten wäre der Explosionsort gewesen, hier wäre Kaliningrad und da gibt es eine direkte Sichtverbindung. Und das heißt, dass die Schockwelle entlang dieser freien Verbindung sich frei bewegen kann. Und das erklärt die große Intensität des seismischen Signals in Suwalki. Hm. Und ja, vielleicht den letzten Punkt noch, den Radioactive Fallout, ist das okay? Ja, ja klar. Weil das ist das, was eigentlich das deutlichste Argument ist. Aber natürlich muss man es auch identifizieren. Überall muss man es auch in den Kontext stellen. Aber dazu muss man auch bemerken, dass die Radioactive Daten, die werden nur 6 Wochen lang zugänglich gemacht beim europäischen Datennetzwerk. Dann sind sie verschwunden. Und das heißt, es braucht ein bisschen Glück, oder, dass man entsprechende Daten aufstöbert. Und ich habe da Daten gefunden in Polen. Interessanterweise genau dort, wo diese hohe Aerosolkonzentration war, in Olsztyn und in Suwalki, das uns jetzt ja bekannt ist, von diesen hohen seismischen Amplituden. Und man sieht dort auch, dass das wurde ungefähr 35 Stunden nachher, wurde das dort registriert. Und in Olsztyn um 4 bis 8 Uhr morgen und nachher von 8 bis 12 Uhr. Das sind je 4 Stunden und das hat mit der Passage einer Wolke zu tun. Und das ist mehr als 150 Kilometer sind die beiden Orte auseinander. Das ist also nicht irgendwie ein Event, das dort jetzt Gammastrahlen produziert hätte, sondern es ist ganz klar eine Wolke, die sich von Westen nach Osten bewegt hat. Jetzt in der Schweiz hat man dementsprechend Cäsium 137 registriert am 29. September, also später. Cäsium 137 ist einer der charakteristischen Marker für Radioactive Accidents. Er wurde zum Beispiel bei Tschernobyl, hat man das in Schweden 2 Tage später registriert.
Und es ist das, das zweithöchste, also das, der Marke, der am zweitintensivsten auftritt. Das heißt, das ist sehr signifikant. Bei den Daten sind dort in der Schweiz Testdaten mit großer Ungenauigkeit eliminiert. Also die Daten sind hier jetzt rein aufgetragen. Und Sie sehen, dass wenn man ganz klein, sieht man rechts oben, dass das einem Maximum über viele Jahre hinweg entspricht, dieser Cäsium-137-Peak. Also in den letzten 4 Jahren war die Cäsium-137-Konzentration in Basel in der Schweiz nie so groß wie am 29. September. Also das ist ein weiteres großes ein wirklich ein weiterer Beweispunkt. Also wir sind jetzt unten bei 6 unabhängigen, respektive 7, wenn wir die beiden seismischen Events, Charakterisierungen, also unabhängige Charakterisierungen ansehen, 7 einzelne Beobachtungen, die man nicht durch die Standardhypothese, und nicht einfach nicht, sondern unmöglich durch die Standardhypothese erklären kann. Mhm. Und die einzige Hypothese, die damit kommensurabel ist, ist der Gebrauch einer thermonuklearen Waffe. Was sagen denn jetzt, das wäre meine Frage, haben Sie das mit Kollegen besprochen, haben Sie versucht zu veröffentlichen, was sagen die denn dazu? Ja. Also, natürlich, oder? Ich meine, wenn man etwas von dieser Tragweite macht, dann versucht man natürlich auch, sich mit Kollegen zu unterhalten. Eine der Herausforderungen ist, dass es so vielfältig ist, dass es nicht nur, dass es nicht eine Person gibt, die jetzt wirklich alles beurteilen kann. Aber ich habe zuerst mit einer, der in Spektrographie bewandert ist, das heißt, für den sind diese Satellitendaten sind aussagekräftig und hat das alles angeschaut, fand das alles okay. Dann habe ich mit 2 Kollegen, die jetzt in der Ausrichtung, politischen Interpretation vielleicht nicht gerade auf der gleichen Linie sind, da haben wir aber uns rein über die Physik unterhalten, wie man das auch unter Physikern eigentlich normalerweise macht. Und die haben Einwände, hatten Fragen. Ich habe jede einzelne Frage, jeden einzelnen Einwand habe ich beantwortet. Das hat auch zur Verbesserung des Manuskripts geführt. Und also es gibt im Moment keinen einzelnen wissenschaftlichen Einwand gegen diese Arbeit, gegen die Gesamtheit dieser Beobachtungen und deren Interpretation. Wirklich, es gibt nichts. Soweit also Professor Braun über seine Forschungsergebnisse. Und wir werden das komplette Interview auch sehr zeitnah online stellen. Und das ist eigentlich ungeheuerlich, oder? Wenn man sich das überlegt, das ist ja hier nicht nur die Zerstörung. Das heißt, es ist ja der krasseste Skandal überhaupt. Nicht nur steckt ein staatlicher Akteur hinter der Zerstörung einer ganz wichtigen Energieinfrastruktur von Europa, sondern die wurde auch noch mit so einer Art Atombombe in die Luft gejagt. Einer Atombombe. In der Ostsee. Ja, also das ist, es ist ja der schwerwiegendste Terroranschlag in Bezug auf Sachschaden, den es jemals gegen die Bundesrepublik gegeben hat. Und wenn man denn eben hört, es fängt an Sinn zu machen. Also wenn man hört, dass aus Gründen des Staatswohls darüber keine Informationen an die Abgeordneten gegeben werden. Und das ist auch der Effekt, das habe ich ja bei mir selber bemerkt. Und ich habe das auch bemerkt, als ich das geschrieben habe an Leute, dass die erste Reaktion ist ein Zurückschrecken. Das ist schon mal sehr interessant, weil die Arbeitsweise, wie sie der Professor Braun hat als Naturwissenschaftler, also sozusagen zu sagen, wenn ich das Ergebnis habe, dann muss ich das glauben. Ich habe den Vergleich gebracht, wenn man Leuten erzählt, dass es 500 Kilometer über der Erde Schwerelosigkeit gibt, dann können sie ja sagen, habe ich in Köln noch nie erlebt. Was soll denn der Quatsch? Ja? Also das heißt, sich vorzustellen, dass solche physikalischen Gegebenheiten, die Realität sind. Das ist so wie im Flugzeug sich auf die Instrumente verlassen
wenn man in der Wolke ist. Das muss man, aber man will es nicht. Und man geht nach Gefühl und damit läuft man in den Absturz rein. Das dauert noch nicht mal 90 Sekunden, bis man die Kontrolle über die Maschine verloren hat, ohne Außensicht, weil unsere körperlichen funktioniert entsprechend nicht. Und so ähnlich ist das auch. Also das heißt, ich will das jetzt nochmal sagen, der Punkt war, dass Professor Braun hatte, was mich dann überzeugt hat, also mich, aber das soll sich jeder bitte angucken. Es gibt übrigens auch ein Interview beim Corona-Untersuchungsausschuss. Ich war zwar an Professor Braun früher dran, aber die haben ihn direkt eingeladen. Und Juliane Fischer hat auch einen guten Artikel jetzt geschrieben, der das gut zusammenfasst. Es gibt aber auch von Professor Braun, das werden wir in den Links, seinen eigenen Aufsatz, den man lesen kann. Der ist in Englisch, der ist sehr gründlich, wo man das nachvollziehen kann. Und dazu sind auch alle aufgerufen, vor allen Dingen auch Experten. Auch das ist meine Erfahrung. Ich habe mit drei Physikern, von denen ich eine Rückmeldung habe, und die haben erstmal sehr flache Argumente. Also erstmal nach dem Motto, kann ja nicht stimmen. Der eine sagte dann, er glaubt nicht, dass ein Unterschied zwischen einer Nuklearexplosion und einer chemischen Explosion, also Sprengstoff in der seismischen Kurve existiert. Das haben wir gerade gesehen. Ja, das gibt es, das weiß der nicht. Aber der sagt ja nicht sauber, wie ein Wissenschaftler das machen müsste, weiß ich nicht, muss ich mir angucken, sondern erstmal, das ist doch Quatsch. Das wie Wasserstoffbombe, dann glauben die meisten, dass eine Wasserstoffbombe mit einem Feuerball aus der Erde, sozusagen aus dem Meer aufsteigen müsste. Das haben wir ja gerade gesehen, dass dem nicht so ist, sondern dass es so eine Glaskuppel gibt. Das war eine 10-Kilotonnen-Bombe, die in 150 Meter Tiefe in dem Fall gezündet wurde. Das ist also ein Zehntel. Ein Zehntel ist die Sprengkraft, die dafür verwendet wurde. Und dann gibt es von ihm, um das nochmal zusammenzufassen, um das ganz klar zu sagen, es gibt erstens die seismischen Daten, die klar hinweisen, dass diese, wenn man sieht, rechts ist Nordkorea und links ist Nord Stream, es sind Stationen, die aufgezeichnet haben und man sieht immer ganz links diesen großen Zacken. Das ist charakteristisch für eine Nuklearexplosion. Wobei man hier sagen muss, dass Nordkorea diese Explosion sich vor 10 Jahren ereignet hat und zum Vergleich nur da ist, ne? Das ja, klar. Das ist nicht neu, sondern einfach, damit man sieht, das ist eine Nuklearexplosion, weil es haben ja andere Staaten, die, wenn du andere Daten nehmen würdest, wären die Tests aus den 50er Jahren. Es gab ja keine Atmosphärenversuche mehr von Staaten. Ich glaube, das letzte war Mururoa von den Franzosen, wo man sich was holen könnte. Das ist die nordkoreanischen Tests sind die jüngsten, also die jüngsten Daten, die auch dann verbreitet wurden, weil dort vom Westen kein Geheimhaltungsinteresse für eigene Forschung sozusagen oder eigene Waffenproduktion drauf lag. Also das ist das erste Argument von Professor Braun. Von beiden. Es gibt zweimal diese seismischen Ausschläge und die sind massiv. Also das heißt, das hätte eigentlich, muss ich sagen, hätte das jemand schon auffallen müssen, der dann sich damit auskennt. Das ist ja, wir reden hier auch nicht von 500 Kilo. Also diese Angaben, die kamen 500 Kilo bis eine Tonne Sprengstoff, die gebraucht wurden, um die Pipeline in die Luft zu jagen. Das hat nicht damit zu tun, dass jemand sich die seismischen Daten angeguckt hat, weil dann müsste er davon ausgehen. Also Professor Braun hat das dann angegeben. Da reden wir von 1 Million oder 2,5 Millionen Kilo TNT-Äquivalent, die da in die Luft gejagt werden mussten. Das ist das eine. Also das heißt, die seismischen Daten. Dann gibt es diese Aerosolbildung, die man auch bei dem Versuch übrigens sehen kann, dass sich, weil das unter Wasser sozusagen verdampft und dann gibt es eine Gaswolke, die durch das Wasser auch rauskommt, die mehrere hundert Meter am Anfang hat und die er nachweisen konnte, das war immer die Suche. Wenn das stimmt, dann muss es ja das geben. Suchte er die Aerosolwolke und tatsächlich, sie ist da. Die ist dann am Ende mehrere hundert Kilometer lang und zieht mit der Westwinddrift Richtung Westen. Also sozusagen Richtung Schweden, Finnland hoch. Ja, das ist das Zweite. Und dann gibt es die Verstärkung, ein merkwürdiger Effekt der seismischen Effekte durch ein Unterwassergraben, was er dann erklärt hat anhand der Topografie. Und das hat er gesagt, dieser Ort, an dem die Bombe gezündet wurde, ist ausgesucht worden, nicht wo Seymour Hersh das beschrieben hat, dass er möglichst flach sein sollte. Das war er gar nicht. Es gibt Orte mit 60 Meter Wassertiefe, also wo das geringer ist, sondern weil es dort diese Schlucht im Meeresboden gibt, die Energie gerichtet hat Richtung Kaliningrad, also Königsberg. Und dort trifft sie auf die Küste, das ist eine Steilküste,
Und das ist die Frage, müsste man jetzt auch gucken. Es müsste, wenn jemand an der Küste gewesen ist, hätte er es merken können, dass da eine Welle kommt. Es ist kein Tsunami, also nichts in der Art. Aber die Russen werden auch Messgewerte gehabt haben dazu und werden sich gewundert haben. Also das heißt, das ist ein Signal an die Russen unterhalb der Aufmerksamkeitsschwelle von, da ist eine Überschwemmung gewesen und Häuser sind weggebracht worden, weit darunter. Aber so, dass man zwar, also ein subkutanes Signal von, wenn man das so interpretieren will, von der einen Nation an die andere, wir sind hier heftig unterwegs. Also sozusagen, das können wir. Und da die eine Waffe, es gibt eine Waffe, ein sogenannter Poseidon von den Russen, ihre Doomsday, also ihre Weltuntergangswaffe, für den Fall, dass die Sowjetunion vernichtet wird, haben sie Torpedos mit, ich glaube, 200 Megatonnen, also gigantischen Sprengsätzen, die Tsunamis dann tatsächlich auslösen und die dann zum Beispiel England platt machen werden, komplett. Ja, also wird einmal die große Welle über England rübergehen, auch andere Staaten. Aber das ist sozusagen die Weltuntergangswaffe, die dafür sorgen wird, über diese Flutwellen, also wie, sagen wir mal, Rungholt ist jetzt gerade in die Kirche gefunden worden, große Manntränke oder der Tsunami, das waren ja nur, ich glaube, 1,50 Meter die Welle oder 3 Meter, die ankamen in Thailand, 2000, wann war das, 10 oder was, im Pazifik dort, also eine deutlich höhere Welle, die eine ungeheure zerstörerische Wirkung hat, und das ist die Weltuntergangswaffe der Sowjets. Und das ist, jetzt kann jeder mit überlegen, was das für ein Signal ist. Aber das Signal ist eins der Verunsicherung, dass man sagt, die Jungs spinnen doch. Was haben die denn vor? Das nennt man Madman-Strategie. Hat zum Beispiel Richard Nixon im Kalten Krieg gemacht mit den Vietnamesen. Ja, das ist, aber was mich, wir sind ja alle keine Sprengstoff, Spezialisten, Experten sozusagen. Und als ich von dem das Papier von dem Braun gelesen habe, dachte ich, so wie du eben gesagt hast, auch das kann doch eigentlich nicht sein, ja, so. Und dann sieht man aber die Daten, ja, und die Sachen, und die wären ja ganz einfach zu widerlegen. Jetzt hat der ja sein Papier sogar schon bei der UN eingereicht, im Sicherheitsrat. Und man fragt sich, hallo, warum sagen die Russen dazu nichts? Ja? Genau. Also es kriegt jemand raus. Wir sind keine Fachleute in der Richtung, wir können das nicht beurteilen. Wir können nur sagen, hier ist ein seriöser Wissenschaftler, der anhand von Daten, die ja widerlegbar, falsifizierbar sind, wenn das Quatsch ist, dann hätten ihm schon seine Kollegen, denen er das zur Peer Review in die Hand gedrückt hat, gesagt, hör zu, da hast du dich verrechnet oder das stimmt nicht. Ja, so. Also, wenn das Unsinn ist, dann könnte man das leicht widerlegen. Und dann könnte, was weiß ich, das Max-Planck-Institut oder weiß der Geier ein Papier machen, sagen, also Professor Braun behauptet und so, ja. Das ist nicht passiert. Und man fragt sich, warum? Und warum interessieren sich die Russen auch nicht dafür? Warum interessiert sich Europa, gut, Deutschland, das haben wir besprochen, warum Deutschland kein Interesse an der Aufklärung hat hier? Wir müssen den Mund halten. Auch die Parlamentarier sollen nichts wissen. Ein Satz dazu noch. Und warum stützen sich die Russen nicht hier drauf? Ja, wenn das wahr ist und Fakt ist und noch ein Haufen unabhängiger Wissenschaftler die Daten überprüfen und sagen, alles spricht dafür, dass der Braun recht hat, dann bedeutet das doch für die Russen und für die Hardliner in Russland, die Putin ja ohnehin die ganze Zeit kritisieren, dass er da mit Samthandschuhen und man müsste doch die Ukraine platt machen, ja, sozusagen, hey Putin, jetzt greifen Sie uns hier schon thermonuklear an, jetzt aber Poseidon einsetzen, ja, die Tsunami-Bombe und vielleicht mal Großbritannien platt machen, ja, so, also das sind die Hardliner in Russland, jetzt vielleicht zugespitzt ausgedrückt, aber in die Richtung argumentieren, dass die Regierung die ganze Zeit viel zu lasch ist und dass deshalb auch die Regierung in Russland kein Interesse daran hat, dass das jetzt so hochgekocht wird,
weil das bedeutet, hey, wir sind nuklear angegriffen worden, dass dann ist unsere Nukleardoktrin, die Russen ja haben, anders als die Amerikaner, die schmeißen die Dinger ab, wie wir in Hiroshima gesehen haben, ja. Die russische Militärdoktrin sagt, wir setzen keine atomaren Waffen ein, wenn wir nicht vorher angegriffen werden und unser Staat sozusagen in höchster Bedrängnis ist. Nur dann dürfen unsere Waffen eingesetzt werden. Und für die Hardliner in der Regierung oder nicht, die nicht in der Regierung sind, aber in der Opposition und teilweise auch im Militär in Russland, die sagen, hey Putin, und deswegen ist das auch in Russland, ich weiß nicht, Dirk, weißt du das, hat RT darüber berichtet, haben die Russen? Niemand, ne, weißt niemand du, hat darüber berichtet. Aber das dann ist ja, du hast gesagt, ja, nur noch einen Satz und dann waren es ja, aufgehört ist, zu zählen. Entschuldige. Alles gut, nein, ich wollte nur, weil du vorhin nämlich, da wollte ich kurz rein, du hast gesagt, die deutsche Regierung scheint überhaupt kein Interesse daran zu haben, das aufzuklären. Und sagt nichts dazu. Dabei sollten die doch eigentlich ein großes Interesse haben, denn es sind ja auch die Grünen an der Macht, die Umweltschützer. Und welchen Umwelteinfluss hat eigentlich so eine thermonukleare Explosion auf die auf das Meer? Ich meine, der Professor hat ja auch erzählt davon, dass die Meerestemperatur sich dadurch geändert hat. Ich wollte gerade noch mal da rein, weil wir das, also erstmal, weil das Argument, es ist auch gut, wir sollten sammeln. Also das heißt, das ist auch möglich. Matthias hat eigentlich seine eigene Antwort gegeben. Das Ganze, wenn man das durchdenkt, es ist ja durchdacht. So eine Sache ist nicht, wenn sie stimmt. Also sozusagen, wenn wir davon ausgehen, dass das der Fall ist, dann ist das in den Konsequenzen durchgespielt. Und eine der Konsequenzen ist, so wie du gesagt hast, wenn die Russen sagen würden, wir wissen oder wir gehen davon aus, dass ein thermonuklearer Sprengsatz gezündet würde, dann müssten sie darauf antworten. Das ist aber genau. In der Eskalationsstufe. Sie gehen dann, eigentlich müssten sie ein Gegen, sozusagen dagegen. Also das heißt, in ihrer Militärstrategie hieße das, dass es einen Gegenschlag gibt. Ich erinnere daran, genau, dass die Russen sehr wohl angekündigt haben, falls von Polen aus in die Ukraine angegriffen wird, werden die Flughäfen in Polen angegriffen. Genau. Wenn nachweisbar ist, dass aus England von der Planung in Northwoods liegen die, also von der Marine oder von Portsmouth, von der Marine dort, von den Stellen, also Portsmouth, Marine und Northwoods, die britische Landstreitkräfte, wenn von dort Sachen ausgehen würden, dann würde, bevor etwas in Russland attackiert wird, würde der nächste Schlag gegen Portsmouth oder gegen Northwood bei London stattfinden. Also das ist bereits gesagt. Auf dieser Eskalationsstufe sind wir. Und was der Effekt wäre eben, dass von auf Seiten Russlands man weiß, man hat es mit Leuten zu tun, die keine Bremse haben. Zurückschrecken. Vor nichts zurückschrecken. Und das ist sozusagen, das ist der, könnte man argumentieren, ist der erwünschte Effekt. Und die Russen, wenn sie nicht mit eskalieren wollen, sondern an der Stelle sozusagen den Ball flach halten, eher Ball flach halten, dürfen dann oder können nichts sagen. Sie wissen aber intern, was los ist. Und jetzt könnt ihr euch selber die Sachen, die wir hören, nicht in unseren Medien, vergesst die, sondern holt euch international die Stimmung, hört euch das meinetwegen aus asiatischen Ländern oder auch aus Indien, also überall ist, und Afrika, überall ist die Berichterstattung besser als bei uns, wie die Stimmung ist. Und dann seht ihr, dass Russland eine sehr ernste, sehr, also sozusagen, das ist auf Messerschneide bereits. Das spricht dafür. Was man auch noch wissen muss, dass ja mit dieser Art, weil ich sag jetzt mal das Beispiel, Braun hatte mir gesagt, einer hat dann gesagt, hör mal, wenn das stimmt, was du da behauptest, es gibt da diese Aerosolwolken, dann brauchen wir auch, dann muss man merken, dass da radioaktive Isotopen, die nur aus Kernspaltung kommen, in der Luft rumfliegen. Zwar bei einer Mini-Nuke, nicht in einer riesigen Menge, aber das ist messbar heute die Analytics sehr gut. Und deswegen ist er losgegangen und stellt fest, okay, der hat Messwerte gefunden für Cäsium-137, was ein guter Indikator ist, also das ist nicht zufällig, sondern das nimmt man dafür, weil es ein guter Indikator ist, und zwar in Polen und in Schweden. Entschuldigung, in der Schweiz, also in seinem eigenen Heimatland war das zu finden. Und zwar mit einem Zacken, das sieht man hier, der Zacken geht ordentlich hoch. Und dann hat jemand anders gesagt zu ihm, ja, wenn das stimmt, was du da erzählst, dann muss doch aber auch die Wassertemperatur hochgegangen sein. Und das ist für mich der größte Hammer. Das sind 5 Grad in den tiefen Schichten. Also das ist, wenn man mal dran denkt,
wenn wir mal an Klimawandel denken, ja, also sozusagen sozusagen ja. 1,5 Grad über 80 Jahre oder 0,1 Grad, das ist angestiegen. Also da reden wir von inkrementellen Änderungen und hier sieht man, das sind ja alles Daten. Die hat nicht von ihm argumentiert oder berechnet, sondern er hat Daten dafür gesammelt. Und das ist normalerweise der Königsweg in den Naturwissenschaften, wenn man etwas belegen will. Die ja. guten Daten. Wir haben das die ganze Zeit bei den UFOs, Robert, wo immer gesagt wird, die NASA sagt, wir brauchen bessere Daten. Und hier sind die Daten jetzt da. Und dann schrecken die davor zurück. Für mich war das, ich habe das experimentell gemacht, also an Physiker gegeben. Und dann kommen sozusagen, es kommen alle Möglichkeiten am Anfang zurück, warum das nicht stimmen kann. Und zwar, die bereits widerlegt sind. Aber es ist sozusagen, der Wunsch ist, etwas zu finden, das ist zu groß. Das ist die Goebbelsche Logik. Wenn man eine Lüge macht, muss die Lüge so groß sein, dass sie sozusagen riesig ist, weil sie dann geglaubt wird. Und in diesem Fall ist es so, wenn die Behauptung so groß ist, schrecken alle davor zurück. Und wenn du jetzt sagst, Matthias, die anderen Wissenschaftler müssen auch was sagen, das werden sie nicht tun. Weil Braun ist schon non grata und jeder, der sich damit beschäftigt, wird mindestens den Ulrike Giro, den Daniele Ganser oder den Ola Tonander Weg gehen und aus seinen Positionen rausbefördert werden. Das wissen die auch alle. Du wolltest was sagen, Matthias, ne? Ja, wie gesagt, dass das so heiß und so brisant ist, ja, dass keiner es wagt anzufassen. Wir haben ja auch drüber geredet schon im Vorfeld. Wir stellen hier eben das rein und sprechen darüber ohne Garantie. Wir sind keine Forscher, die das jetzt noch mal überprüfen. Auf uns macht der Braun einen soliden Eindruck. Der hat auch kein Interesse. Der ist kein, ja, wie gesagt, kein Putin-Sklave, weil die Russen sind selbst nicht auf den Zug gesprungen. Der UN-Sicherheitsrat, dem das zugespielt wurde, also die Untersuchung von ihm, der hält den Ball auch flach. Ja. Das ist für niemanden irgendwie ein Thema. Und wir sollten es aber, und wir haben es deshalb ja auch gemacht und sollten das im Kopf behalten, dass, wie Dirk gesagt hat, wir es hier offenbar, wenn das stimmt, mit Leuten zu tun haben, die vor gar nichts mehr zurückschrecken. Ja, wir kommen ja jetzt dann im Anschluss auch auf die Lage in Russland und in der Ukraine und die Gefahr, die da jetzt False-Flag-Operation gegen das Kernkraftwerk beschworen wird sozusagen, dass, weil die Offensive nicht funktioniert, jetzt so ein verrückter Anschlag auf ein AKW dort ausgeführt wird. Und wie wir es bei der Pipeline und wie wir es bei dem Staudamm und wie wir es immer haben, erstmal den Russen in die Schuhe geschoben werden soll, dass sie dass wir wirklich im Moment in einer Situation sind, wo der dritte Weltkrieg oder der wirkliche Beginn eines Weltkriegs auf Messerschneide steht, ja, und dass deshalb es umso entsetzlicher ist, dass unsere Regierung und auch die meisten anderen europäischen Regierungen in keiner Weise ein Verständnis dafür entwickeln. Wir reden sogar von moralischer Außenpolitik in solchen Zusammenhängen. Also das ist dann, ich will nochmal sagen, damit es ganz klar ist, es gibt diese sechs Punkte in dem Papier von Braun. Das ist die Seismik, was wir gezeigt haben, soll man sich angucken, die Aerosolbildung, die da ist, die Verstärkung des seismischen Response, also diese Welle durch den Kanal Richtung Kaliningrad. Die man auch erklären muss, also das heißt, gute Hypothesen dafür, sich darüber Gedanken zu machen, was will man denn damit erreichen, dass man das tut. Die Unterwasserströmungen sind weg vom Detonationsort über 50 bis 100 Kilometer. Die erhöhte Meerestemperatur von 5 Grad und radioaktiver Fallout, der in Polen und in der Schweiz festgestellt worden ist. Und der Punkt von Braun, den ich auch wichtig finde, ist, jeder dieser sechs Punkte ist nur durch eine Nuklearexplosion erklärlich. Also man findet keine andere Erklärung, wie diese Effekte zustande gekommen sein sollen. Und das müsste man, also das wäre jetzt die Frage. Und dann bin ich auch noch mittlerweile das Vertrauen in die Produktion, also in die Funktionsfähigkeit der Wissenschaft ist auch mittlerweile, also bei mir nicht mehr vorhanden, weil zum Beispiel Nature
dieses Papier rausgegeben hat am Anfang der Covid-Krise, wo 20 renommierte Wissenschaftler gesagt haben, es kann keine Laborhypothese ist auszuschließen, als Verschwörungstheorie. Es muss natürlich sein. Und mittlerweile wissen wir, das ist auf Druck gemacht worden und sie haben sich prostituiert. Das heißt, die oberste wissenschaftliche Publikation hat sich als Nutte erwiesen, ja, die auf Druck sozusagen das liefert, was für was sozusagen, also sie hat angeschafft. Das, ich kann, habe keinen anderen Vergleich dazu. Und wenn man anfängt, in diesem Bereich so zu arbeiten, dann ist der Ruf zu Recht ruiniert. Also das heißt, das ist aber ein Problem, was wir grundsätzlich haben. Wir haben ein Problem, dass die deutsche Diplomatie hat keinen Wert mehr seit Merkel sagt, ich habe nie vorgehabt, Minsk 1 und 2 anzuhalten. Und Hollande sagt das auch und Poroschenko auch. Also ist die Konsequenz, dass selbst ein Vertrag, der abgeschlossen würde zwischen Russland und der NATO, das machen die nicht mehr. Warum auch? Weil sie ja wissen, dass die Verträge mit diesen Leuten keinen Wert haben. Genauso wie der Iran nie wieder einen Vertrag zu dieser Urangeschichte ernst nehmen wird, weil er ist das Papier nicht wert, auf dem er steht. Und das ist der Westen, das ist der Werte-Westen mit seinen Regeln basiert. Was für Regeln sind das? Das ist die Regel der Mafia. Wer redet, kriegt einen Küken in den Mund. Das ist der regelbasierte Westen mittlerweile. Das heißt, wir sind dort völlig auf dem Hund. Das sind die 6 Faktoren. Die Aufgabe ist, das zu erklären, beziehungsweise das zu widerlegen. Das müsste jetzt eigentlich öffentlich passieren. Auch dort können wir sicher sein, nach den Erfahrungen mit Covid. Es hat kein Streitgespräch gegeben, Professor Bakhti mit 230 Veröffentlichungen und unser Dr. Osten, Drosten, ja. Also der sozusagen der Disput, der öffentliche, also der Journalismus hat sich in jeder Weise, in beiden Faktoren bei Covid-19 und jetzt beim Ukraine-Krieg nicht als Berichterstatter über die Interessenlagen und die verschiedenen Positionen herausgestellt, sondern als Propagande, als Propagandist, als größter Verstärker, als größter singulärer Meinungsfaktor in eine Richtung. Also ein völliges Versagen, auch das. Und ich habe kein Vertrauen mehr, dass da was funktioniert. Das muss jetzt aus dem Umfeld kommen. Also das heißt, wir brauchen Berichterstattung von Greyzone, von Tucker Carlson, von Aaron Maté, von mir ist auch Jimmy Dore, der solche Sachen anfasst. Die Leute, die ZDF-Redaktion, ist doch kein Wert mehr. Man hat doch kein, auf welcher Grundlage sollte ich denn Vertrauen haben, dass die irgendwie anders agieren, außer dass sie nachplappern, was von oben kommt. Und dann trotzdem kritisch zu bleiben, so wie die Frage, die du gestellt hast, warum machen die Russen nichts? Das heißt auch die Frage, warum tut man so etwas? Also wenn man das täte, was sind die Motive? Warum ist das mit Kaliningrad? Warum hat man das gemacht? Da gibt es schon, für jede Sache gibt es eine Hypothese, aber das sollten wir überlegen. Und es gibt einen Punkt, den Braun nicht erwähnt hat, die ich dann noch in einem Interview bei TNT angeführt habe. Dazu kommt ja noch, dass ein U-Boot-Jäger, also P-8, Poseidon, das ist eine umgebaute 737 mit einer irren Reichweite, die Wasserbomben, Raketen, Sonarbojen, also die als U-Boot-Jäger fungiert. Das sind extreme Langstreckenflugzeuge. Und die ist zum Zeitpunkt der Explosion über exakt den Explosionsort geflogen. Seymour Hersh hat hier geschrieben, dass die Explosion ausgelöst wurde über Bojen, die abgeworfen wurden und das akustische Kennsignal geliefert haben. Das widerspricht sich übrigens nicht. Und auch das ist noch ein letzter Faktor. Die Tatsache, dass Seymour Hersh von jemandem, er hat ja offenbar eine Quelle von den Tauchern, die darüber Bescheid weiß, und eine Quelle, die aus dem aus der politischen Planung stammt, also aus dem Geheimdienst, das ist dann wahrscheinlich CIA, die mit ihm geredet. Und warum stechen die das an ihn durch? Also zwar nicht diese Geschichte, aber die Geschichte, dass die Amerikaner dahinter stecken, weil es Leute gibt, denen Angst und Bange wird von den Konsequenzen, die sich aus dieser Politik ergeben. Das macht auch wieder Sinn. Insofern ist diese selbstversiegelnde, also dass man eine Methode wählt, wo die Leute, da muss man niemand bedrohen oder niemand, sozusagen ist von vornherein klar, die Erfahrung, die wir jetzt machen, ist, jeder schreckt vor diesem Gedanken bereits zurück. Super clever. Dahinter kann man gut operieren.
Durch ihre Unglaubhaftigkeit entzieht sich die Wahrheit dem Erkanntwerden, sagte Heraklit von Ephesus oder sowas, schon vor langer Zeit. Und ich denke wirklich, es ist jetzt an der Zeit, dass es einen öffentlichen Druck gibt auf die Bundesregierung und auf die Institutionen, dass diese Ermittlungen vorangetrieben werden und dass wir auch was darüber erfahren. Denn das ist ja eine ungeheuerliche Sache, die wir hier gerade erfahren. Wenn das stimmt, was Professor Braun herausgefunden hat, was auf mich jetzt auf den als völlig unbeleckter Laie ziemlich überzeugend wirkt. Aber wer weiß, vielleicht sieht man das als Physiker eben ganz anders. Aber da muss jetzt wirklich mal dringend öffentlicher Druck her, weil die Konsequenz daraus wäre, dass der engste Verbündete von Deutschland die Nord Stream Pipeline mit einer ultragefährlichen Waffe angegriffen hat, zerstört hat und damit eigentlich gegen die Interessen von Deutschland, auch gegen die Interessen der NATO, gegen überhaupt das Ganze. Es steht unglaublich viel auf dem Spiel und wir können nicht weiter in so einer Situation leben. Wir brauchen da jetzt Klarheit, ist meine Meinung. Ja, mit sowas Baerbock als Außenminister, die dann moralische Außenpolitik, gute Güte, das ist so wie Biden. Das ist sozusagen Worst Case, den wir da drin haben. Naja. Und ich, wenn jemand, wem ich das zutraue, ist dann eben die Frau Nastic und Frau Wagenknecht, die schon die entsprechenden Anfragen gestellt haben oder von mir aus auch Leute aus der AfD. Aber zum Beispiel ein Herr Pistorius, ich habe also erzählt bekommen, wie der sich im Bundestag, also bei Anhörungen dann verhält. Also der ist voll auf Linie. Da kommt in den Kopf, kommt gar kein anderer Gedanke rein. Das sind nicht die Leute, von denen wir etwas hören werden. Also das heißt, wir brauchen jetzt entweder eine außerparlamentarische Opposition oder wir brauchen eine Gruppe von pensionierten Wissenschaftlern am besten, die auch aber auch keine Angst um ihre Pension haben. Ich erinnere nochmal daran, Bhakti, der Prozess, dieser groteske Antisemitismusprozess, dient ja da in Wirklichkeit dazu, dass man, wenn man ihn vorbestraft hat, kann man ihn mit Professorentitel und die Pension aberkennen. Das ist sozusagen die schönste Drohkulisse. Das ist sozusagen subtiler Staatsterrorismus auf geringem Grade von physischer Einwirkung, sondern Leute ruinieren. Davor haben sie aber Angst. Davon haben sie große Angst. Also das, und so wird ja mittlerweile gearbeitet. Und wir haben jetzt auch vor kurzem den ersten Fall gehabt, wo jemand verurteilt wurde, weil er gesagt hat, dass er nicht glaubt, dass Putin diesen Krieg wollte oder sowas. Das ist in Köln. Also das sind Urteile mittlerweile, wo man nur noch sagen kann, rette sich, wer kann, weg aus diesem Land. Ja. Meine Rede. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Jemand, der auch Angst gescheut hat und plötzlich aus dem Nichts heraus eine völlig ungeheuerliche Sache gemacht hat, war dieser Mann hier, Jewgeni Prigozhin, Chef der Wagner-Söldner und auch Putins Koch, wie wir gleich noch erfahren werden. Der hat, wie das uns in den deutschen Medien erzählt wurde, den Marsch auf Moskau. Jetzt kriegt Putin Stress, das Ende des Kreml-Diktators. Sozusagen. Und dann ist das plötzlich, dann ist er plötzlich kurz vor Moskau abgebogen nach Weißrussland und hat gesagt, machen wir jetzt doch nicht. Was ist denn da jetzt los gewesen mit diesem Marsch auf Moskau? Na, Putins Koch müssen wir vielleicht nochmal erklären, warum der Typ so heißt. Ja, ich habe da schon, ich glaube 2017, über ihn mal geschrieben. Er ist ja mit seiner Firma, die eben auch Catering macht und deshalb heißt er Putins Koch. Der ist aber ein Oligarch, der noch 3, 4, 5 andere Geschäftszweige hat und eben dann jetzt auch. Ja, wenn ich kurz reinlaufe, Matthias, also Prigozhin hat mehr als 400 Firmen und der ist Milliardär. Er ist ein Oligarch. Genau, ja, Oligarch halt, ja, Milliardär, einen Haufen Firmen. Und er ist berühmt geworden 2017, 18, als er, weil er war der, er und 13 andere, ja, deshalb habe ich damals unter dem Titel Putins Koch und die wilde 13, ja, darüber geschrieben. Er ist im Müller Report, also das war die große Untersuchung über Russiagate, dass eben Trump aus Russland und so weiter, also diese super Verschwörungstheorie, die 5 Jahre lang von allen Großmedien, ja, dass Trump
irgendwie was mit Russland zu tun hat. Und eine falsche Verschwörungstheorie, muss man noch dazu sagen, ne? Also es ist nicht die Annahme einer ja, Annahme. Wie gesagt, aber sie wurde uns unter Nachrichten fünf Jahre lang präsentiert, ja. Und welche Verschwörungstheorie war es, ganz einfach. Und das geht genau. Und Prigozhin war der war dann der einzige, der am Ende, nachdem auch noch ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, der sogenannte Müller-Ausschuss, Müller-Report, der einzige, der am Ende dann angeklagt wurde, Prigozhin und 13 andere Russen sollen insgesamt so und so viel $100,000 investiert haben in eine Facebook-Kampagne, mit der Barry Sanders und Hillary Clinton unterstützt wurden. Und insgesamt wurden von diesen russischen Fake-Accounts auch 100 Amerikaner, also eine absolut lachhafte Anklage, sie hätten die Wahl manipuliert. Und als dann der Müller-Report, der das ermittelt hatte, das tatsächlich ans Gericht gebracht hat und den Prigozhin angeklagt, ja, und 13 Russen, die nicht in Amerika sind, da hat eine seiner Firmen ist Concord, ja, heißt Concord, die da angeklagt war mit irgendwelchen Bots oder irgendwelchen Leuten im Internet diese Kampagne, die lachhaft klein war, gestartet zu haben über Facebook. Die haben dann tatsächlich stinketeure Anwälte in USA beauftragt und haben dagegen, ja, gehalten. Schon hat Müller die ganze Anklage fallen lassen. Also da tauchte der Prigozhin zum ersten Mal groß in den Medien auf als einer der sozusagen der Putin-Unterstützer, die Russiagate möglich gemacht haben. Alles Quatsch, ja. So, jetzt tauchte er auf, eben vom Freund zum Staatsfeind, was auch wieder Quatsch ist. Eine seiner Firmen ist eben diese Privatarmee Wagner. Er selbst ist ja gar kein Militär, sondern eben Multimilliardär und Unternehmer. Er hat sich zwar jetzt immer in der Vollmontur da mit Knarre und sonst wie fotografieren lassen, hat aber mit Militärischem eigentlich nichts am Hut. Das ist eine seiner Firmen, gegründet, muss man dazu sagen, vom russischen Militärgeheimdienst und vom Verteidigungsministerium. Ja, der hat das... So, und was ist passiert jetzt mit diesem Marsch auf Moskau? Er hatte einen Vertrag und wir stellen die Links rein zu Jacques Beau, der das ganz simpel und einfach erklärt. Und so ist es gewesen. Wagner, Prigozhin ist der CEO, hatte einen Vertrag mit dem russischen Verteidigungsministerium. Der ist ausgelaufen Ende April. Dieser Vertrag sah vor, okay, du schickst deine Truppe, das ist sozusagen die Nahkampftruppe, die schickst du nach Bachmut und räumst dort auf. Das hat Wagner gemacht. Daher rührt ihr Heldenstatus sozusagen überall in Russland. Das sind wirklich tolle Kämpfer und die haben da auch unter großen Opfern das geschafft. Und deswegen gibt es überhaupt keinen Wut oder Hass auf Wagner. Wir haben ja die Bilder aus Rostov gesehen. Die Leute jubeln den Wagner-Leuten zu, die da demonstrieren. Und sie jubeln aber auch der russischen Armee zu und rufen Putin, Putin hoch. Ja, also völlig, was ist denn da los? Das Ganze war ein, könnte man sagen, Arbeitskampf. Wagner unter Führung dieses telegenen Chefs, ja, der in dem Moment erst zum Freund der westlichen Medien wurde, als er, weil sein Vertrag ausläuft, auf Twitter anfängt zu lästern über das Verteidigungsministerium und dass er zu wenig Munition hat und dies und das und jenes. Auf einmal taucht Prigo laufend bei uns auf. Oh, ja, der Wagner wird hochgejatzt und hochgehypt noch und nöcher. Jacques Beau bringt es gut auf den Punkt. Der Vertrag ist ausgelaufen, der wollte ihn verlängern. Und das Verteidigungsministerium hat gesagt, nö, zieh deine Leute ab aus Bachmut, das ist jetzt gelaufen, dein Vertrag ist ausgelaufen. Das ist ein Millionen-Milliarden-Geschäft für Prigo und deshalb hat er diesen Rabatz gemacht.
Und deshalb hat er gesagt, ich marschiere jetzt nach Moskau. So wie irgendwelche, was weiß ich, Bergarbeiter, naja, wenn sie aber, in den Streik gehen, zum Chef marschieren und mit der Schaufel schwingen. Aber, so der, ist aber Jacques Beau sagt ja auch, Prigozhin hätte gesagt, er wollte dort eigentlich in der Stadt noch die übrigen Leute vertreiben aus den Häusern. Ist ja Häuserkampf eigentlich. Und wollte ja, den Job noch gesagt, zu Ende machen und hätte deshalb noch mehr Geld gewollt. Ja, sein Vertrag ist ausgelaufen und er wollte den gerne verlängern. Ja, so. Wir haben du hast ja auch mit. Wir haben eine Runde gehabt mit dem Oberstleutnant Rose und Jacques Beau und mir zu diesem Thema und da ist eine ganze Menge an Informationen gekommen, um das nochmal zu sagen. Also dieser Vertrag lief für Prigozhin aus, wie Matthias gesagt hat. Und vorher, er wollte sozusagen, er hat gesagt, wir haben jetzt 90% von der Arbeit erledigt, er will die letzten 10% noch machen. Das war Bachmut und das ist dann auch gestattet worden. Es geht aber um die Strategie. Das heißt, diese Leute von Wagner, es gibt über 20 solcher Privatarmeen auch in Russland. Das gibt es ja auch wie Executive Outcome in Großbritannien oder Blackwater, jetzt Academy in den USA. Das ist ja ein Geschäftszweig, der darin besteht, dass die Leute für gutes Geld das Risiko des Todes eingehen. Und wenn sie in einem Sarg zurückkommen, ist das nicht eine nationale Angelegenheit, sondern sozusagen fehlgeschlagenes Geschäft. Also das heißt, dort gibt es Vorteile. Diese Leute sind, das sind die Leute, die Ausbilder sind, sind Spetsnaz-Leute. Also das heißt, Wagner besteht in der militärischen Führung, zu der Prigozhin nicht gehört. Er hat nur einen Ruf, weil er mit sozusagen so ein Hau drauf ist und auch an der Frontlinie auftaucht und da rumläuft. Also nicht sich versteckt, sondern sozusagen da rumläuft. Das ist aber auch das Einzige. Er hat keinerlei militärische Ausbildung oder Erfahrung. Und das ist Utkin, heißt er. Das ist ein Spetsnaz-Oberst, der das Ganze gemacht hat. Und der hat übrigens als Rufnamen, als Kampfnamen, also Callsign, wie das hatte er Wagner. Daher kommt der Name dieser Gruppe. Genau. Kommt von dem. Das ist sozusagen der zeigt. Und dann hatte Prigozhin gesagt, er will das haben. Es ist ihm auch gestattet worden. Und dann wäre aber sein Vertrag zu Ende gewesen. Prigozhin, um das nochmal zu sagen, hat alles Mögliche gemacht. Er hat Catering gemacht. Er hat Reinigungsaufgaben für die russischen Streitkräfte übernommen. Er hat sozusagen solche Bot-Geschichten, also das heißt so auch intern in Russland, also Beeinflussung von sozialen Medien. Das ist auch eine Untergruppe gewesen, die, wie gesagt, in den USA lächerlich war. Wir müssen uns nur daran erinnern, dass der Wahlkampf von Jelzin 1996 von den Amerikanern geleitet und finanziert wurde. Da war auf dem Cover von Time, war sozusagen, da stand, war Jelzin drauf und da stand, die Headline war noch ordinärer eigentlich, aber die heißt, die USA besorgen Jelzin. Ja, das war das Cover davon. Also das, um das mal in Relation zu stellen, weil das ja, gibt ja nie gleiches Recht für alle. Also das und diese Prigozhin-Nummer ist, dass er, und das ist das nächste große Problem, was sich jetzt ankündigt in Russland, ist, Medvedev hat sich dazu geäußert und hat aus dem Roman von Gogol, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der sowas wie der Inspektor, der ist eine wunderbare Satire, wie eben so ein also jemand, der, als wenn das Finanzamt eine Prüfung macht, da reinkommt und dann spricht er immer von den Schweineschnauzen. Und die Schweineschnauzen sind das der Ausdruck in Russland für die Oligarchen und das hat Medvedev gesagt. Die haben das Problem, dass die Oligarchen, die sie in Russland haben, gehen eher in Richtung Finanzkapitalismus, also sich dort anzudocken. Und das ist jetzt ein Interessenkonflikt. Und da ist Prigozhin ist jemand, der extrem impulsiv reagiert und keine, das ist der Vorwurf, der, also sozusagen, das ist niemand, den kann man anheuern, aber der denkt keine 5 Meter weit. Der sollte vielleicht mit Annalena Baerbock ein Geschäft aufmachen. Das wäre sozusagen ein wunderbares Team, aber das ist niemand, der in sozusagen irgendwie strategisch denken kann. Und das ist das Problem gewesen von Seiten der russischen Führung, dass sie das auslaufen lassen wollten. Und so wie Matthias gesagt hat, Arbeitskampf, aber Prigozhin nicht auslaufen lassen wollte. Und der hat dann gesagt, ich fahre nach Moskau und dann reden wir darüber. Und Shoigu, also der Verteidigungsminister, den mag er nicht, der mag auch das Militär nicht. Aber die Russen brauchen dieses Militär. Also das ist einfach nur so Faustformeln, das gewinnt man mit Logistik und Artillerie. Das sind zwei entscheidende Faktoren. Hat beides Wagner nicht.
Also das heißt, dieser Apparat, so wie die Russen das jetzt machen, dass sie mit möglichst geringen eigenen Verlusten die Ukraine ausbluten lassen, diese furchtbare Situation, die wir dort haben, die endlich auch beendet werden muss. Also sozusagen, ich lehne es ab, das von der Architekturperspektive zu begreifen, sondern ich möchte das begreifen aus der Perspektive der Mütter und Frauen und Verwandten und Brüder und Schwestern von diesen Leuten, die da in Reihe jetzt ums Leben kommen. 350.000 Tote. Es ist doch nicht akzeptabel. Ja, okay. Also das ist, aber aus der russischen Perspektive ist dieser Krieg, ist sozusagen in dieser Form gut handhabbar. Die Russen, die Ukraine werden ausbluten, egal was ihr für einen Schwachsinn hört bei uns in dieser Berichterstattung, die wir dazu haben. Das ist die Situation und das ist der Konflikt zwischen Prigozhin gewesen. Und dann gibt es noch etwas, was ich sehr empfehle, und zwar Lukaschenko, der das Ganze ja gedealt hat mit Putin zusammen und Prigozhin. Das ist sehr ungewöhnlich. Lukaschenko hat eine kurze Rede gehalten, wie das abgelaufen ist, und die ist ungewöhnlich, extrem ungewöhnlich, weil er wirklich so erzählt, als wenn wir jetzt darüber reden würden beim Autokauf, ja. Also sozusagen, es wirkt sehr nicht, keine gestellten, keine PR, nicht diese PR, amerikanische Variante, sondern der erzählt, wie es da hin und her ging, und er sagt, keiner von uns war ein Held, wir sollten das nicht zu sehen, hätte auch schief gehen können, war ganz schön kritisch, ist aber klar gegangen, weil alle halbwegs vernünftig also auch wieder zurück konnten. Und zwar, und er sagt auch, was ich nicht wusste, dass auch Putin alles vorbereitet hatte. Sie hatten sogar die Reserve bereits bewaffnet in Moskau. Also es war alles vorbereitet, um das auch mit Gewalt niederzuschlagen, und da ist man drumherum gekommen. Also, und das ist die, ich empfehle das anzuhören, und auch das, es gibt einen sehr guten in TNT Radio, wo ich ja auch eine eigene Show habe, und diesmal war der John Helmer alleine, was sehr gut war. Er hat alleine erzählt, und das ist eine exzellente Übersicht über die Stimmung in Russland, die wir einfach nicht nachvollziehen können, die so ist, wie Matthias beschrieben hat, pro Putin, pro Prigozhin, der hat auch einen Ruf, und pro Russland. Also das ist sozusagen, wenn das gekracht hätte, wäre es anders gelaufen. Aber es war auch nicht lustig, weil dieser Utkin ist dafür verantwortlich. Da bin ich gespannt, was passiert, dass mehrere Flugzeuge also 13 Tote, soweit ich weiß, in der russischen Luftwaffe. Ja? Es wird da noch, denke ich auch, irgendwie ein Revirement, Köpfe rollen oder was auch immer geben, intern, ja, so. Also das es kursierte ja dann auf den Telegram-Kanälen und so weiter. Ja, jetzt wird Shoigu abgesetzt und dies und das und jenes. Nee. Aber diejenigen, die dafür verantwortlich waren, den Prigo und seine Gang sozusagen an der sehr langen Leine laufen zu lassen, ja, dass man ihn eben auch von April an, als er anfing mit seinen Rants über Twitter und sonst wie, dass man ihm da nicht gesagt hat, Junge, du hältst jetzt die Klappe hier, sondern ihn war eben nicht so, ne? Ne, ihn hat machen lassen, ja, und der beschimpft da das Ministerium und dies und das und jenes, dass das eben auch mit Sicherheit jetzt intern im Kreml diskutiert wird und da der eine oder andere seinen Job verliert, der dafür plädiert oder verantwortlich war intern. Ansonsten aber hat ja, und hier ging ja, ich meine, es mag sein, bei irgendwelchen Irren in Washington, London, Brüssel oder auch Berlin, die wirklich ihrer eigenen Propaganda zum Opfer gefallen sind und wirklich daran geglaubt haben, dass es einen Marsch auf Moskau jetzt gäbe mit ein paar hundert Leuten, dass diese Leute, die da sozusagen die Sektkorken schon geknallt haben, jetzt einsehen und die Frage dann gestellt haben, ja, oh, Putin geschwächt oder jetzt gibt's sozusagen den neuen Regime-Change, Farbenrevolution unter Führung von Putins Koch, ja. Also wie man so illusionär und fantastisch
eingetaktet sein kann, dass man das glaubt. Das wäre ist ja auch ideal gewesen. So ein Idiot wie, Entschuldigung, jetzt Prigozhin als Staatschef, wäre ja gut zu führen gewesen. Also das heißt, um die Strategie zu haben, die sie ja haben. Sie wollen ja einen Regime-Change und dann Russland in jugoslawischer Manier in lauter Einzelstaaten aufteilen, die dann über Korruption gut regierbar sind, so wie jetzt die Ukraine. Also ein Land, wir kommen ja gleich zu Frankreich, aus dem die Waffen, die dahin geliefert werden, kommen in Masse. Jetzt sozusagen, wir haben gerade, ich habe gerade gehört, in Frankreich, in diesen Cités, wo die Unruhen sind, die schwimmen von Waffen aus der Ukraine. Ja, ja. Man geht davon aus, von dem, was dahin gelaufen wird, dass nur zum Beispiel von dem Geld, dass 30% überhaupt nur ankommen. Der Rest dazu kommen wir ja gleich noch. Ja. Versickert gleich noch. Ich wollte nur noch eins, also wir haben ja auch jetzt, denke ich, die Prigozhin-Sache gut geklärt. Ich wollte nur noch, die stellen wir dann ins Skript, auf zwei Papiere hinweisen, die ich jetzt gerade entdeckt habe und die interessant sind, dass die jetzt sozusagen Open Access da sind. Ist, bei jedem Krieg stellt sich ja die moralische Frage, ja. Wer hat eigentlich damit angefangen? Ja, wer ist denn, was ist denn der Auslöser? Wer ist schuld? Ja, hier im aktuellen Narrativ ist es derzeit so, ja, russischer Angriffskrieg, Ukraine muss Freiheit, Demokratie verteidigen, bla, bla. Wir wissen ja schon lange, dass es so einfach und so schwarz-weiß und so die Guten da, die Bösen hier nicht ist. Und wirklich angefangen hat dieser Krieg, wenn man so will, im Februar 2014, am 20. Februar, als auf dem Maidan, als demonstriert wurde, von dort in die Masse geschossen wurde und über 100 Leute getötet und verletzt. Ja, diese Schüsse auf dem Maidan nach dem Putsch gegen Janukowitsch oder während des Putschs gegen Janukowitsch, die waren der Auslöser für den Bürgerkrieg, der dann 8 Jahre lang gelaufen ist. Und der Professor... Das hätten sie auch gerne in Russland, kann man sagen, ne? Also das ist das Modell. Bitte? Das hätten die auch gerne in Russland, sozusagen dieses Modell. Also das Maidan-Modell. Nuland unterhält sich mit dem Botschafter darüber, wer der nächste Chef wird in dem Land, bevor überhaupt irgendeine Wahl ist. Stellt euch das mal vor, genau. Putin unterhält sich mit Prigozhin darüber, wer der nächste amerikanische Präsident ist. Und der wird's dann auch. Und der Außenminister wird's auch. Und der Innenminister wird auch. Was da wohl los wäre, ja? So, was da also, los? Eine geringfügige Reaktion. Ja? Und wir haben jetzt eben schon über Nord Stream und andere Fälle geredet, wo es offenbar wenig offizielles Interesse gibt, sie aufzuklären. Und das gilt ja bis heute auch für die Maidan-Schützen. Ja? Ja. Wer stand denn da auf den Dächern? Und Ivan Kachanowski, Professor an der Universität Ottawa, ist schon seit Jahren einer der Forscher und der hat jetzt nochmal, das ist gerade Ende Juni dann auf Open Access, ein langes Papier, The Maidan Massacre Trial and Investigation, ja, Implications for the Ukraine-Russia War and Relations. Also der hat nochmal eine aktualisierte Version seines Papiers jetzt online gestellt. Und das ist sozusagen, und das wird im Westen ja nach wie vor unterdrückt. Man darf nicht sagen, hallo, die Schüsse, die dort, mit denen der ganze Bürgerkrieg losging und auch dann der russische Einmarsch sozusagen 8 Jahre später, die waren nicht von Janukowitsch und der Regierung, die man da wegputschen wollte, sondern die waren von uns, vom Westen, von, wir haben das ja, Paul Schreier und ich in unserem Wir sind die Guten, alles auch schon dargelegt in dem Buch damals, was 2019 nochmal aktualisiert wurde. Da haben wir auch den Professor Kachanowski, ich habe Schwierigkeiten mit den Namen, dann auch schon zitiert. Also wie gesagt, das Papier ist jetzt online und das ist nicht uninteressant. Und ein zweites, eigentlich noch viel verrückteres Papier, wo du es wirklich dann denkst, das kann doch nicht sein. So ähnlich hier wie mit der atomaren Rakete jetzt bei Nord Stream, also das kann doch gar nicht sein. Ein Papier von Professor Barry Rosen, Center for Foreign Relations, also dem sozusagen obersten Think Tank der USA,
ja. Council of Foreign Relations. Council, so, ja. Sorry, Council, ja. Dem Council of Foreign Relations, Professor Rand Corporation, MIT und so weiter, ein führender Kopf dort, ja, schreibt 1993 ein Papier, das, ja, wenn man das liest, wir stellen die englische Version rein, und die Website, die das ausgegraben hat, nennt es The Barry Rosen Plan for War on Russia via Zombie State Ukraine. Da wird 1993, also wir sind jetzt gerade mal 2 Jahre nach Gründung der heutigen Ukraine, ein Plan vorgelegt, dass man sagt, ja, um gegen Russland vorzugehen, muss die Ukraine instrumentalisiert werden. Und das Problem unter anderem ist, dass das Nationalgefühl, der Nationalismus der Ukrainer eher bürgerlich organisiert ist. Also, dass jeder ein guter Ukrainer sein kann, wenn er das Land liebt und dort lebt, und nicht ethnisch. Und dass es, also, dass man gegen die 30%, 40% russischsprachiger Menschen, also, das ist kein Problem. Wenn es gelänge, schreibt der Typ da, ja, und wie gesagt, Council of Foreign Relations ist nicht irgendwer. Wenn es gelänge, diesen bürgerlichen Nationalismus auf eine ethnische Schiene zu lenken, dass er sich gegen die Russen richtet, dann wäre es leicht, also man glaubt es kaum, wie in diesem Papier der aktuelle Krieg vor 30 Jahren, der jetzt läuft, beschrieben wird. Der einzige Fehler, und das steht hier im Vorwand, ich lese mal vor, aus offensichtlichem Grund, ist nur Posens Einschätzung der russischen militärischen Stärke. Also er sagte, die Russen sind militärisch schwach und die, ne, so 30 Jahre her das Ganze, veraltet. Der Rest seiner Studie sagt, sowohl die Ereignisse in der Ukraine in den letzten 20 Jahren als auch die erwartete, ja erhoffte russische Antwort, dass nämlich, wenn man die Russen provoziert, sie da einmarschieren. Das war der Wunsch, ja, dass man dann die Verbündeten aktivieren kann, gemeinsam gegen Russland vorzugehen. Ja. Also die erhoffte russische Antwort mit solch grauenhafter Genauigkeit voraussagt, dass man leicht erkennt, dass es sich nicht um eine Vorhersage, sondern um einen voll ausgearbeiteten Kriegsplan handelt. Komplett mit Posens Bestürzung über das Scheitern der Operation Barbarossa und seine Freude über den dennoch hohen Preis, den die deutsche Invasion Russland damals abverlangt hat. Ja, also das Papier, wir stellen es rein. Ja, der Professor Posen hat mittlerweile das Lager gewechselt, 30 Jahre später oder scheinbar. Man sagt ja einmal CIA, immer CIA, das Lager gewechselt und plädiert jetzt im, ja, wie heißt das Journal, von der Rand Corporation, ja, Foreign Affairs, ja, die wichtigste außenpolitische Zeitung, plädierte für Diplomatie. Es hätte keinen Zweck. Die Russen sind zu stark. Also, aber es zeigt deutlich, deshalb guckt euch das an, ihr könnt es euch ja mit Google Translate oder so übersetzen, es zeigt deutlich, dass dieser Krieg nicht angefangen hat im Februar 22, nicht angefangen hat im Februar 2014 auf dem Maidan, da wurden die ersten Schüsse abgegeben, sondern in Planung war und ist schon ganz lange vorher. Und das kann man hier erschreckend sehen, wie sozusagen diese Konfrontation, die wir, wie eben besprochen, die auf der on the edge zu einem, ja, Weltkrieg steht, wie die seit Jahrzehnten geschaffen und geschürt wurde dort. Und deshalb sind die beiden historischen Papiere über den Maidan und über die Kriegsplanungen der USA seit 1993 so interessant. Ja.
Ja, gut. Und alle Links zu dieser Sendung findet ihr wie immer auf unserer Website exomagazin.tv unter diesem Video in diesem Beitrag, den wir auch im Beschreibungstext verlinken. Und ich denke, jetzt ist es aber wirklich an der Zeit dringend, dass wir mal unseren Unterstützern danken, die diese Sendung überhaupt möglich machen. Denn wir sind wirklich wieder stark unterstützt worden und dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken, insbesondere bei Ursula, die uns 500 Euro gespendet hat, genau wie Karin. Also Ursula sagt, Jungs, ihr gebt mir Hoffnung. Karin schickt auch 500 Euro und sagt einfach nur danke für die Sendung und wir sagen einfach nur vielen Dank für diese unglaubliche Spende. Und wir haben auch von Oliver 500 Euro bekommen und er sagt, danke für die geballte Wahrheit und danke für eure geballten Riesenspenden. Also ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir dreimal von drei Leuten unabhängig voneinander 500 Euro geschenkt bekommen haben. Das vielen, vielen Dank dafür. Das ist ein enormer moralischer Ansporn, diese Sendung weiterzumachen. Dann haben wir außerdem 200 Euro bekommen von Rainer. Er sagt, weiter so. Von Lukas 156 Euro. Er sagt, für schlechten Journalismus GEZ muss ich zahlen, für guten Journalismus zahle ich gerne. Wunderbar. Dankeschön. 150 Euro bekommen wir von Heike. Sie sagt, für April, Mai und Juni, für exzellenten Journalismus. Vielen Dank. Vielen Dank zurück. 100 Euro haben wir von Eva Maria bekommen. Auch 100 Euro von Gabriele. Sie sagt, frei verfügbar mit großem Dank für so tolle Analysen. Es schreiben jetzt übrigens sehr viele Leute dazu zur freien Verfügung. Denn wir haben ja aus dem Fall Michael Ballweg dazugelernt, wo das ihm dann am Ende zum Problem wurde. 100 Euro haben wir von Bernd bekommen. Ben schickt auch 100 Euro und zwar ist das unser Telegram-Admin. Also vielen Dank, Ben. Wir haben nämlich auf Telegram, guck mal auf Telegram, ExoMagazin.tv, einen sehr interessanten Kanal. Und wir brauchen, weil es einen kleinen Chat dazu gibt, auch Administratoren. Und einer davon ist Ben. Und ich möchte mich überhaupt bei dem ganzen Administratorenteam an der Stelle bedanken dafür, dass ihr das so toll macht. Da kommen immer wieder komische Postings von hier Schwarzmarktkanal, willst du eine Knarre kaufen und so. Das muss natürlich immer alles zeitnah rausgelöscht werden. Also vielen, vielen Dank dafür. 100 Euro haben wir von Michael bekommen, von Andreas auch 100 Euro, genau wie von Eva Maria. Vielen Dank euch allen. 65 Euro von Rainer und Irene. Ingeborg schickt 60 Euro, sagt mit Dank für erstklassigen Journalismus. Vielen Dank. Dieter und Hildegard schicken auch 60 Euro zur freien Verfügung. Aber sie schränkt dann ein, es ist doch nicht ganz zur freien Verfügung. Wir dürfen uns nur Eis, Jägermeister oder Jägerschnitzel dafür kaufen. Ich weiß genau, dass du dir Eis kaufst, Dirk. Ich wollte gerade sagen Jägerschnitzel, nein. Aber gut. Kriege ich zu Hause, wenn ich nicht, ist hier ich, unter Verschluss. Sind die Schnitzel mit Roma-Soße, ja, aber Jägerschnitzel. Ach genau, das darf man jetzt nicht mehr sagen. Okay, 60 Euro von Benjamin, Grüße aus 15360. Ja, ich wollte euch auch nochmal. Bitte? Was hast du gesagt? Ich wollte noch mal darauf hinweisen, das darf man nicht mehr sagen, Jäger, ist, man muss jagende Schnitzel sagen. Ja, es sind nicht auch nicht Jägerinnen, es sind Jagende. Und ich habe ja neulich schon auf meinem Blog... Aber Matthias, das heißt jagende Schnitzel innen, ja? Also müssen wir ganz konkret ja, sagen. Das ist alles kompliziert. Vor allen Dingen, wir drei müssen auch darauf achten, wir sind Verschwörungstheoretisierende. Ja, genau. Ja, bitte. Ich war Verschwörungstheoretisierende. Also, aber jetzt weiter. Und Schubsinnen, ne? Also zum Beispiel. Oder Verschwörungsideologisierende. Ja, ja, ja. Wobei Ideologie. Ja, genau. Also nicht so. Mehr mit der, also das. Na gut, also okay. So viel zum Gender. Also Benjamin aus 15370 in Brandenburg schickt uns auch 60 Euro. Vielen Dank. Holger und Antje haben auch 50 Euro geschickt. Robert schickt auch 50 Euro zur freien Verfügung. Angela auch 50 Euro. Sie sagt von Herzen Dankeschön, dass ihr so viel Licht ins Dunkel bringt. Fühlt euch alle drei umarmt. Das ist schön. Da kriege ich einen kleinen Gänsehaut. Gänseschauer. Wer heißt das? Schauer. Gänsehaut. Joachim schickt 50 Euro, sagt vielen Dank für eure Arbeit in dieser schrecklichen Zeit. Macht weiter so. Jan schickt 50 Euro, sagt eure Stimmen sind wichtig in diesen verrückten Zeiten. Rainer schickt 50 Euro, Sebastian auch 50 Euro. Barbara schickt uns 33 Euro als Schenkung. Und Heide schickt 30 Euro, dankt für super Journalismus. Maria hat auch 30 Euro geschickt. Und es gibt noch eine andere Maria, die schickt auch 25 Euro.
20,23 € haben wir von Severin bekommen oder Severin. Michael 20 €. Gabi und Rüdi schicken 20 € mit lieben Grüßen aus Ahrensfelde. Das ist ja auch dort in der Nähe. Das ist in die Ecke. Genau. Marcel schickt 20 €. Michael sagt vielen Dank und schickt 20 €. Jörg 20 € für das dritte Jahrtausend. Hier diesmal aber zweckgebunden, ja. Und zwar für das dritte Jahrtausend und für ein paar Leckerlis für Dirks Katze und Matthias Hunde. Schön, dass Tiere mit in die Sendung dürfen. Da wollte ich euch fragen, habt ihr euch schon entschieden? Kriegt Dirks Katze den Jägermeister und Matthias das Jägerschnitzel, Matthias Hunde oder umgekehrt? Die Hunde nehmen das jagende Schnitzel in. Ich krieg bald noch einen Hund dazu und dann wird das Ganze noch komplizierter, ja. Oh, okay, gut. Meine Frau hat übrigens vorgeschlagen, dass ich auch mal unseren Hund, wir haben ja so einen kleinen Mini-Hund. Wollte ich gerade sagen, also der Robert soll sich doch auch mal outen, er ist doch jetzt auch Hundefahrer, ja, und der Hund sieht sehr nett aus. Robert, also bring ihn. Ja, der ist auch nett. Wir haben den auch ganz nett. Der ist auch ganz lieb und so. Nur wenn ich den hier in die Sendung holen würde, dann würde der die ganze Zeit hier auf meinem Arm sitzen und will gestreichelt werden. Und dann habe ich keine Zeit mehr, keine Hand mehr frei, um Knöpfe zu drücken. Deswegen, er hat vorhin auch schon gebellt, als ich gerade das Mikro aus hatte. Der steht hier und will wieder rein. Wir müssen. Ja, ich habe ja hier auch schon Besuch an der Tür. Wir können ja mal dann irgendwann, wenn gar nichts mehr ansteht, eine Tiersendung machen. Ja. Genau, dann machen wir so wie das früher der Fall war, machen wir dann so Fabeln und sowas. Ja, kommt der böse Katzerich und will die Nord Stream Pipeline von dem Hund in die Luft jagen oder sowas, wenn alles andere dann verboten ist. So, wo war ich jetzt überhaupt stehen geblieben? Genau, bei den Leckerlis für Dirks Katze und Matthias Hunde. Juliane, Albrecht, Karin, Angelika und Ines haben uns jeweils 20 € geschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Sonja schickt auch 18 € als Unterstützung für unabhängigen Journalismus und sie hat sogar einen neuen Dauerauftrag eingerichtet. Über 18 €, was super ist. Boah. Denn wenn wir Daueraufträge haben, dann hilft uns das enorm weiter, unabhängig berichten zu können. Und wir sind wirklich komplett unabhängig. Es gibt kein Unternehmen, keine Regierung, kein Geheimdienst, jedenfalls soweit wir das wissen, die uns unterstützen bei dieser Sendung. Und wenn ihr so einen kleinen Dauerauftrag einrichtet, müssen ja nicht 18 € sein, aber lass es 3 € sein, 1 € im Monat oder irgendwas, dann hilft uns das in der Masse doch enorm weiter. Vielen Dank dafür. Wo waren wir stehen geblieben? 15 € haben wir bekommen von Manfred und auch von Live aus Thailand. Live schickt frohe Grüße aus Thailand, sagt, als Fluchtpunkt bestens geeignet. Tolle Arbeit, weiter so. Live, vielen Dank für die Spende und für den Tipp. Und wenn es hier alles krachen geht, dann treffen wir uns alle unter Palmen in Thailand. Thailand ist nicht die schlechteste Wahl, würde ich auch. Finde ich auch. Aber die sollen Regenzeit haben und so. Naja, Sonja schickt 15 €. Regina hat einen neuen Dauerauftrag über 15 € eingerichtet. Carmen schickt auch 15 €, sagt danke für eure Informationen. Eva schickt 11 €, sagt bleiben Sie uns erhalten bitte. Selbstverständlich bleiben wir euch erhalten. Alain schickt 10 €, Sebastian auch 10 €, Axel 10 €, Inge 10 €, Gerhard 10 €. Er sagt, für eure Recherchen und einen Journalismus mit Verstand, ohne Politik, Kastendruck, Agentur, Bettvorlagen und dem Tropf des Geldes. Hat auch einen neuen Dauerauftrag eingerichtet. Marion schickt 10 € für den Juni zur freien Verfügung, gerne auch für ein Eis. Vielen Dank, ich glaube, ich bin mir eher ein Jägermeister. Tanja 10 €, Ralf 10 €, mit herzlichen Dank an alle Beteiligten. Und auch Inge hat einen neuen Dauerauftrag eingerichtet, so wie Beat, der uns auch 10 € geschickt hat. Und dann haben wir außerdem Geld bekommen von, und diese Liste ist ja wirklich lang, von Helge, von Nico und von Hans Gunther. Hans Gunther schickt 5 € und sagt, aufgrund des exzellenten Journalismus möchte ich euch den Titel Die drei von der Denkstelle verleihen. Den habt ihr wahrlich verdient. Die drei von der Denkstelle, das ist auch nicht schlecht. Alles Gute und macht weiter so. Neuer Dauerauftrag. Und Andreas hat auch 5 € geschickt, genau wie Thomas, Astrid, Martin, Anneliese, Frank, Petra, Danny, Hans, Georg und Kielt.
Kjeld, genau. Ein dänischer Name, das weiß ich von der Olsen-Bande. Warst du da Mitglied oder wie? Ja, ich. Also das nicht war immer der in der Tasche sich versteckt hat, die der Egon getragen hat. Oder war es der? Nee, es war Kjeld, der die Tasche getragen hat. Na gut. Jürgen schickt 4,44 Euro, sagt: Vielen Dank für gute journalistische Arbeit. Wir bräuchten mehr davon. Bleibt Vorbilder. Vielen Dank. Florin und Nicoletta schicken Geld. Holger, Henry, Felix. Holger, Wilfried, Klaus, George oder George, Wilfried und George hat auch nochmal Geld geschickt. Und darüber hinaus haben wir natürlich viele, viele Daueraufträge, die da eingegangen sind auf unserem Konto. Und auch euch treuen Unterstützer möchten wir ganz besonders danken, auch wenn wir jetzt hier nicht aus Zeitgründen alle nennen können. Aber ihr macht uns das Leben viel einfacher und ihr gebt uns einen enormen moralischen Ansporn, diese Sendung weiterzumachen. Denn es heißt wirklich, es gibt viele Leute, die sich eben für die Wahrheit interessieren oder zumindest für die Dinge, die wir in den Massenmedien nicht leider nicht erfahren dürfen. Nicht durch etwas anderes verfälscht als durch unsere eigene Analyse. Also keine äußeren Einflüsse, wir schielen nicht nach oben, wem wir zu Diensten sind, sondern das ist das, was wir denken. Also sozusagen die Fehler, die drin sind, sind die Limitierung des Blickwinkels, die jeder hat, aber wir haben keine strukturellen Fehler. Ja. So ist es. So, und jetzt machen wir mal weiter im Text. Es ist ja einiges, es ist ja wirklich einiges los, nicht nur in Russland, wo Prigozhin den Marsch auf Moskau gestartet hat. Man könnte eigentlich sagen, der französische Präsident Emmanuel Macron, der könnte eigentlich auch gerade so eine Wagner-Truppe gebrauchen. Denn dort in Frankreich, da tobt eigentlich seit einer ganzen Weile jetzt schon eine große Auseinandersetzungen in den Straßen. Hier sehen wir zum Beispiel Szenen aus Angers. Das ist also eine kleine Stadt, wenn ich jetzt das Richtige habe. Ich guck mal gerade, ich glaube, das ist Angers, genau. Das ist also Angers ist eine kleine, ist wirklich so wie Orléans quasi, wirklich keine besonders große Stadt. Und hier prügeln sich Rechtsradikale mit den Immigranten. Und in vielen anderen Städten sieht es ähnlich aus. Die Bilder aus Paris, die kennt ihr ja schon alle. Ich möchte noch was anderes zeigen, denn das ist wirklich, also man muss es eigentlich als kleinen Flächenbrand bezeichnen, was da gerade passiert ist. Hier sehen wir jetzt Marseille. Zeige ich euch auch hier. Marseille, da sieht es ganz ähnlich aus wie in Angers. Marseille, wie gesagt, ganz im Süden Frankreichs. Überall dort gibt es Leute, die sich solidarisiert haben mit dem Opfer, das von einem französischen Polizisten erschossen worden ist. Und es gibt wohl inzwischen auch noch einen weiteren Toten, der am Samstagnacht gestorben ist durch einen Flashball oder sowas. Mhm. Also es wird nicht besser. Man hört, dass die Stimmung etwas besser, etwas leichter wird. Aber was ist da eigentlich los? Also ich meine, diese ganzen Leute können doch den 17-Jährigen, der da erschoss, den Nael, wie er heißt, eigentlich doch gar nicht gekannt haben. Wieso legen die jetzt die Städte da in Schutt und Asche? Was ist da los? Tja, dann, wer ist unser Frankreich-Spezialist? Ich glaube, Robert Fleischer. Fragen wir mal Robert. Also ich kann gerne dazu mal meine Meinung sagen. Ich meine, man merkt dass diese sowas kommt ja alle Jahre mal vor und hat immer ähnliche Auslöser. Und man muss dazu sagen, dort wo diese Konflikte ausbrechen, wie wir sie jetzt hier sehen, zum Beispiel in Marseille, aber so etwas gibt es ja rings um Paris alle paar Jahre, dort in diesen sogenannten Banlieues, in den Cités, wo die zugewanderten Algerier, Marokkaner und Tunesier wohnen. Also das sind eben diese ehemaligen französischen Kolonien, die dort in Frankreich, die Frankreich mal besessen hat. Und diese Leute kommen nach Frankreich und wurden im Laufe der Zeit dann nicht etwa integriert in die französische Gesellschaft, wie man das in Deutschland ja versucht hat zu machen und auch macht. Und ich finde auch viel erfolgreicher macht, als das in Deutschland, als es in Frankreich der Fall ist. Und in Frankreich hat man extra Sozialbauten für die gebaut. Große Betonblöcke, die wirklich, wirklich hässlich sind. Und die dort reingesperrt und sie dort eigentlich weggeschlossen. Ja, die kriegen da so ein paar Sozialleistungen, seid still.
beschwert euch nicht, aber sie haben zum Beispiel keine Chance, jemals eine ordentliche Ausbildung zu machen, an eine Spitzenuniversität zu gehen. Denn das Problem ist, dass jeder ja weiß, woher diese Leute kommen. Also man sieht es ja schon im Lebenslauf, diese Vororte von Paris, die haben meistens auch ganz malerische Namen, irgendwie sowas wie da sur Bois oder so, oder Saint-Denis. Saint-Denis ist ja eins der schlimmsten Viertel dort. Und wenn man so etwas im Lebenslauf stehen hat oder wenn man dort eine Grundschule oder eine Schule besucht hat, ist es eben schwierig, dann in die höheren Bildungseinrichtungen, in die Spitzenbildungseinrichtungen zu kommen. Ich habe auch mal ein Interview gemacht mit einer ehemaligen Bewohnerin von so einer Banlieue, die gesagt hat, die mir diese Hoffnungslosigkeit auch geschildert hat. Das ist halt also wirklich völlig. Man hat wirklich den Eindruck, man ist, weil man dort wohnt, weil man dort herkommt, aus dem Rest der französischen Gesellschaft ausgeschlossen. Und das macht natürlich, das sorgt natürlich seit Jahrzehnten für Unmut. Diese Leute dort, das muss man auch sagen, die das kann man nicht vergleichen mit den Türken in Deutschland oder mit den Syrern oder sowas, sondern die sind richtig sauer auf die Franzosen. Man könnte fast auch sagen, zu Recht, wenn man sich das anguckt. Ich meine, ich habe ein Jahr in Orléans studiert. Das ist im Süden von Paris. Und die Universität Orléans-la-Source ist direkt neben so einem Sozialbetonblockbau. Und dort habe ich mich wirklich nur zweimal reingetraut während des gesamten Jahres. Also einmal musste ich zur Post, weil meine Großeltern mir, glaube ich, ein deutsches Brot geschickt hatten per Post. Es kam leider verschimmelt an, aber ich hatte wirklich Lust mal wieder auf so ein dunkles Brot. So, jedenfalls laufe ich da also zur Post. Die Leberwurst-Fantasie in Afrika, nenne ich das. Weißt du, wenn du lang genug da bist. Ja, aber übrigens, apropos Leberwurst ist hier auf Mallorca auch sehr, sehr schwer zu kriegen. Das muss ich sagen. Dann habe ich einen Hinweis, was ich. Also Dirk, wir müssen mal ein Care-Paket an den Kollegen los. Ja, bitte mit Leberwurst. Nee, aber jetzt zurück zu diesen Cités. Also das ist wirklich, ja, das kann wirklich gefährlich sein, wenn du dich alleine in so eine Vorstadt dort traust oder in so ein Viertel. Ich bin dort beim ersten Weg zur Post, hat mich einer aufgehalten und hat versucht, mir mit dem Feuerzeug die Haare anzubrennen. Und beim zweiten Mal musste ich zur Polizei, zum Polizeikommissariat, weil es irgendwelche behördlichen Kram zu unterschreiben gab. Hatte irgendwas mit der Aufenthaltsgenehmigung zu tun. Und da sind mir Leute hinterhergerannt. Die haben dann wirklich erst vor mir abgehalten, als ich vor dem vergitterten Eingang dieses Polizeikommissariats stand. Also, ich war so 20 oder so, ja. Ich war schnell und ich sah nicht aus wie ein Rechtsradikaler oder irgendwas. Es ist eben einfach, die haben großen Frust. Das war damals schon so, das ist heute auch noch so, ist meine Meinung. Und da braucht es nur so einen kleinen Zündfunken, so wie so ein kleines Streichholz, was du in so ein Benzinfass schmeißt und dann explodiert die Geschichte. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt hier gerade erleben in Frankreich. Und ich frage mich, wie lange das noch anhalten wird. Inzwischen, es ist ja so, ich habe übrigens auch mit einem französischen Freund von mir, er ist jetzt Franzose. Er hat sich französisieren lassen. ein guter Schulfreund von mir, Saluto Ralf. Er wohnt auch in einem Vorort und er hat von Paris und er hat gesagt, also bei uns ist aber nichts. Also es ist wohl auch nur punktuell. Es ist also nicht überall, dass da so etwas vorkommt, sondern es ist eben in bestimmten Vororten von Paris so. Und er sagt aber, wenn er früh zur Arbeit fährt, sieht er schon hier und da mal ein abgebranntes Auto. Wie ist denn eurer Einschätzung nach die Lage in Frankreich? Naja, ich bin, das ist kein Bereich, wo ich Spezialist bin oder ich habe auch keine Bekannten in Frankreich. Ich habe mir das angeguckt und was ich am eindrucksvollsten fand, das war Pepe Escobar, der ja zeitweise auch in Paris lebt. Lebt also in Bangkok, soweit ich das weiß, in Paris und ich glaube auch in Thailand, also Thailand wäre ja Bangkok. Er ist überall unterwegs. Er ist überall, aber er hat auch eine Wohnung in Paris auf jeden Fall. Und der hat in RT ein Interview gegeben, das ich sehr, also erstmal halte ich sowieso große Stücke auf ihn. Und er hat
das, was du sagst, beschrieben, also mit einem Fokus noch darauf, dass diese Leute als Arbeitskräfte geholt wurden. Das ist bei uns ja nicht anders gewesen. Und die Arbeitsleistung genutzt wurde von den Unternehmen, aber man sich keinerlei Gedanken gemacht hat, wollte man auch gar nicht. Man wollte die Leute nicht integrieren, sondern die sollten in diesen, er vergleicht das mit den Favelas in Rio, da ist er, glaube ich, auch noch in Rio de Janeiro. Und das war eine Sache, die er sagte. Also das heißt, dass, wie du auch beschrieben hast, eine Situation, aus der es fast keinen Ausweg mehr gibt, weil es über Jahrzehnte schiefgelaufen ist. Das ist zweite, dritte Generation mittlerweile. Und die Leute leben sozusagen mit einer Perspektivlosigkeit, weil es keine Integration gab. Das Land, was ich kenne, wo da am meisten darauf geachtet wird, das sind die skandinavischen Länder, insbesondere Schweden und Norwegen. Aber auch da gibt es Schwierigkeiten. Ich glaube, das ist immer eine Frage der Menge. In Schweden ist das ganz klar so, wenn man da hinzieht, sind die Kinder, passen erstmal, die Kinder werden, da kümmern sich die Leute drum, dass sie die Sprache möglichst schnell können. Die können das ich auch wollte ganz schnell. Ganz kurz, nur ganz kurze Einfügung. Übrigens ist es auch so, dass es unter den verschiedenen Nationalitäten, die dort zusammen wohnen, auf engstem Raum, auch große Konflikte gibt. Deswegen gab es also verschiedene Modelle, wie die Bürgermeister versucht haben, das zu klären und haben dann zum Beispiel gesagt, okay, wir versuchen in einem Wohnblock möglichst zu gleichen Teilen mehrere Nationalitäten unterzubringen, aber nicht so, dass eine Gruppe alle anderen dominiert. Die haben große Probleme mit dieser, mit der Integration, mit der Immigration. Das muss man sagen. Okay, jetzt weiter du. Nee, ist ja richtig. Also das sind ja, also worauf er hingewiesen hat, ist, über viele, viele Jahre ist das Problem gewachsen und jetzt explodiert es und das ist nicht mit Maßnahmen zurückzuführen. Es gibt diesen Brief von zwei Polizeigewerkschaften, der vom Ton her nicht schön ist. Also sozusagen die französische Polizei ist sowieso dafür bekannt, dass sie ordentlich draufhaut. Also wer immer da gewesen ist oder das erlebt hat, ich kenne nur diese Geschichten. Die französische Polizei ist rabiat und der Ton in diesen Briefen ist auch rabiat. Das ist nicht gut. Also auch für die weitere Entwicklung, weil das so nach dem Motto, da muss jetzt mal ordentlich aufgeräumt werden. Und die Frage ist, ob solche Sachen bei der Grundkonstellation funktionieren. Und dann weist er darauf hin, dass viele Leute aus dem Maghreb, also die Staaten, die du jetzt genannt hast, Nordafrika, aber auch bis Syrien, nach Frankreich kommen und dort die Salafisten stark sind und das Problem von dieser Seite kommt. Also man hat über die Kriege, die man ja mitgeführt hat, also Sarkozy, aber auch die anderen später, also Libyen, Syrien, diese Leute sind dort und das ist ein selbstproduziertes Problem. Und er hat darauf hingewiesen, dass es organisierte Kriminalität gibt und zwar nicht knapp, sondern das ist eine der Möglichkeiten, um in diesen Cities an Geld zu kommen, wuchert also. Und die sind zum Beispiel bei den Plünderungen jetzt aktiv, indem sie Geldautomaten abräumen. Also die gehen nicht zu Apple und klauen ein iPhone, kaufen das sowieso nicht. Sondern und es gibt das, worauf er hingewiesen hat, war auch noch, dass diese Cities mit Waffen überschwemmt sind. Und die kommen aus der Ukraine, nicht nur, aber in einem relevanten und großen Maße. Und das ist die Gewaltbereitschaft und die Möglichkeit, sich nicht nur mit Messern, sondern auch mit Pistolen dann gegenseitig ins Jenseits zu befördern, ist groß. Und die Frage, wie man damit umgeht, jetzt ist also schnell, ist sozusagen polizeiliche Maßnahmen, aber das ist keine Lösung. Und die anderen Lösungen sind von Anfang an verdrängt worden. Ich bin immer wieder erstaunt, dass so ein Land wie Frankreich mit so viel Erfahrung, also auch mit so viel Verbindung und auch mit so großem Anspruch in Afrika. Ich meine, Sarkozy hat sich ja hat an dem Mord an Gaddafi mitgearbeitet, um den französischen Einfluss in Afrika wieder zu vergrößern. Also das, was sie da machen, so richtig gut kriegen sie das aber nicht hin. Und es ist eine verfahrene Situation. Dazu kam noch, das hatte mir auch jemand geschickt, dass die Lebensmittel, also sozusagen, was man kaufen kann, dass die Lebensmittelkaufleistung so runtergegangen ist, dass die Leute tatsächlich weniger Lebensmittel haben. Und das ist übrigens ein Faktor, der in Deutschland ähnlich ist.
Also die Kurven decken sich fast. Man muss auch dazu sagen, dass die Franzosen ja viel mehr direkte Steuern haben als die Deutschen. Also was die Deutschen als Einkommensteuer bezahlen und so weiter und so fort, das wird bei den Franzosen als Verbrauchssteuer und als Konsumsteuer auf alle möglichen Produkte draufgeschlagen. Das heißt, du hast da wirklich damals schon, als ich da studiert habe, teilweise horrende Preise für bestimmte Sachen. Und das berücksichtigt natürlich nicht die soziale Ungleichheit. Ja, das ist also, finde ich, in Deutschland bislang jedenfalls, oder bis ich dort weggezogen bin, war das besser geregelt. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber ich habe gehört, da sind die Preise auch mächtig gestiegen. Es sind 3.625 Personen festgenommen worden von der Polizei. Es 1.124 Minderjährige. Und es sind schon 990 vor den Richter gekommen. 380 sind eingesperrt worden nach der letzten Bilanz vom Dienstagabend, laut Le Parisien. Und man muss wirklich sagen, diese ganze Sache polarisiert auch ungemein die französische Bevölkerung. Denn die haben ja dort schon jetzt eine sehr starke rechte Bewegung mit Marine Le Pen und Maréchal und so weiter. Der Fremdenhass in Frankreich, den habe ich viel krasser erlebt, als ich ihn jemals in Deutschland erlebt habe. Und zwar so alltäglicher Fremdenhass. Also so ganz alltäglich, dass du zum Beispiel, du stehst in der Boulangerie in Paris irgendwo an der Kasse vor dir drei Leute und die Schlange geht ewig nicht voran und du guckst da, was ist denn da los? Und da steht eine Frau mit einem Kopftuch und will irgendwie einfach irgendwie, was weiß ich, zwei Baguette oder irgendwie sowas. Und der Verkäufer sagt, quoi? Hä? Was? So als würde der die Frau nicht verstehen. Dabei habe ich ganz genau verstanden, was die wollte. Und dann sagte, ah, bon. Ah, c'est pas vrai. Also er stellt sie, er macht sie vor versammelter Mannschaft runter. Einfach nur, weil, und lässt sie total blöd dastehen, einfach nur, weil sie eine Ausländerin ist. Und das habe ich mitten in Paris erlebt. Also das ist nicht irgendwo in der Provinz oder so, sondern mitten in Paris. Und sowas habe ich nie in Deutschland erlebt. Und das ist kennzeichnend meiner Meinung nach auch so ein bisschen für diese Lage, für dieses gesellschaftliches Klima in Frankreich. Da ist sowas tatsächlich gesellschaftlich sanktioniert. Denn die Probleme, die sie mit den Immigranten haben, sind ja nicht von der Hand zu weisen. Das ist sozusagen diese zwei Seiten. Deswegen Verfahren. Also der PPS-Probe hat beschrieben, wenn man in eine Gruppe von Jugendlichen aus dem Maghreb gerät und bei dem Gespräch ein falsches Wort fällt, dann hat er gesagt, wird es pretty fast hardcore, ja. Also dann wird es sehr, sehr unangenehm, sehr schnell. Und das, was du beschrieben hast, ist die sozusagen Spiegelung davon. Das ist beides vorhanden und sorgt natürlich nicht dafür, dass es irgendeine Form von vernünftigen Zusammenleben gibt, sondern die Reaktion von Menschen auf solche Sachen ist, dass sie sagen, das zahle ich heim, ja. Und dann kommt sowas am Ende dabei raus und deswegen wird es auch keine, also sozusagen, es wäre eine Anstrengung und es wäre ein Einsehen. Wenn ich den Brief von der Polizei lese, sehe ich, dass deren Lösung wäre, die Knüppel dicker und noch mehr Tote. Die Franzosen haben ja eh schon extrem bei den Demonstrationen gegen die Gelbwesten gearbeitet. Ja. Genau, kommen wir nochmal zu dieser. Wie Sarkozy ja schon gesagt hat, auskärchern, ja, da in den Banlieues und wenn man sich jetzt fragt, warum passiert, ihr habt es ja gerade geschildert, auch sozusagen die ganzen, wie sagt man, postkolonialistische Problematik, ja, warum passiert es ausgerechnet jetzt? Ja, da habe ich dann gedacht, naja, das hat doch vielleicht auch damit zu tun. Dirk, du hast es ja erwähnt und der Pepe sagt es in dem Gespräch auch, dass natürlich auch einige IS-Leute, Salafisten, also die Hardcore-Islamisten, die im Auftrag der CIA in Syrien und sonst wo Unfrieden gestiftet haben, dass die zum Teil jetzt in Frankreich stecken. Und ich habe mir dann zumindest mal die Hypothese aufgestellt, passiert das vielleicht jetzt, weil man den Macron unter Druck setzen will? Also nicht, dass wir Fans von Macron sind, ja, aber was hat Macron gemacht? Er hat sich angemeldet, bei BRICS Plus teilzunehmen. Er sagt, dieser eiserne Vorhang
ja, wirtschaftlich da zu Russland und zu China. Das ist eine Katastrophe und so weiter. Wir müssen uns aus dem transatlantischen Druck so ein bisschen lösen. Das ist ja, sind ja die Sachen, die Macron geäußert hat in den letzten Wochen. Ja. Und jetzt gerät er sozusagen unter Beschuss, ja, zu Hause. Und ja, wenn man jetzt sieht und weiß, okay, die Leute da in den arabisch bewohnten Vierteln, Vorstädten und so weiter, nicht nur in Paris, sondern auch anderswo, da stecken jetzt auch ja sozusagen IS-Ideologen drin, die kleine Grüppchen machen und so weiter. Und so weiter, dass denen jetzt mal signalisiert wurde, so Jungs, jetzt macht mal Rabatz, weil dieser 17-Jährige, den sie da erwischt haben, ja, für Fahren ohne Führerschein schon mehrfach vorbestraft, ja, der kann es nicht gewesen sein, weil das passiert häufig, ja, dauernd, ja, dass die Polizei auch rabiat vorgeht und dass das ausgerechnet jetzt kommt, da dachte ich, ach, guck mal, das passt doch auch in das Konzept, ja, den Macron, der als einziger eigentlich außer Orban in Ungarn aus dem Konzert der EU so ein bisschen ausbricht, indem er die BRICS-Leute lassen ihn ja gar nicht hinkommen zu der Sitzung im August, wie es aussieht, ja. Aber der zumindest signalisiert, es ist doch Irrsinn, was wir hier machen, diesen ökonomischen eisernen Vorhang hochziehen zum Rest der Welt und dann gegen Russland und China Krieg führen. Also, dass er damit jetzt so ein Stück unter Druck gesetzt wird, ja, mit diesen Aktionen. Ich glaube aber auch, wie Robert gesagt hat, dass das jetzt schnell, relativ schnell auch wieder aufhören wird. Es ist auch schon am Abflachen, das muss man sagen. Also, was du jetzt gerade gesagt hast, ich meine, ich sehe von außen betrachtet, der sich jetzt von außen sich das anguckt, da keinerlei Hinweis drauf, dass es aus dem Ausland gesteuert wäre. Also im Gegenteil, das ist ein typisch französischer Konflikt, wie wir ihn seit Jahrzehnten dort erleben. Genau. Sarkozy hat gesagt, er will die Vorstädte auskerchern, sozusagen, ja. Ja, also der Robert, genau. Der Matthias erzählt. Nochmal, ich halte das nicht, sozusagen, dasselbe Bauchgefühl hatte ich auch. Also Macron hat einiges gesagt, die NATO als Hirntod bezeichnet. Er geht in diese Richtung, also sich Gedanken zu machen, was eigentlich das Französische. Ja, so ein bisschen, er wird Gaullist, ja. Ja, genau. Und also sozusagen der Gedanke war bei mir auch, aber ich bin nicht. Ich weiß auch nicht, ob das reicht, wenn man auf der Straße ist, um darüber Bescheid zu wissen, wenn man dort ist oder wenn man dort lebt. Das ist, was du beschrieben hast, ist jetzt sehr eindrucksvoll und unmittelbar. Und ja, also das ist auch immer interessant, dass wir gar nicht am schlimmsten sind, wenn man sowas hört, sondern dass da einige Sachen eigentlich noch ganz gut gelaufen sind. Frankreich, also ich habe die Franzosen, ich habe sozusagen diese harsche Atmosphäre, das ist mir öfter untergekommen. Also das kann ich sagen, da war ich doch erstaunt, ja, wo ich erwartet hatte, dass da mehr Nonchalance und, rüberkommt. Und wie ernst die Lage ist, das sieht man auch eben an dieser gemeinsamen Pressemitteilung der Polizeigewerkschaften, die du vorhin erwähnt hast, die ich hier mal kurz einblende. Da sagen die, im Angesicht dieser wilden Horden reicht es nicht, um nach Ruhe zu bitten, sondern wir müssen uns durchsetzen. Wir müssen uns durchsetzen, dick unterstrichen, also dick markiert. Und sie sagen, dass unsere Kollegen können, wie die Mehrheit der Bürger, das Diktat dieser gewalttätigen Minderheiten nicht länger ertragen. Und dieser öffentliche Aufruf der Polizeigewerkschaften endet mit den bedrohlichen Worten: Heute sind die Polizisten im Kampf, weil wir uns im Krieg befinden. Und morgen werden wir in der Resistance, also im Widerstand sein. Und die Regierung sollte sich darüber klar werden, sollte sich darüber klar sein. Demain nous serons résistants. Ah, le gouvernement devra en prendre conscience. Das ist, könnt ihr euch das von der deutschen Polizeigewerkschaft vorstellen? Die werden doch sofort vom Verfassungsschutz gejagt oder so. Also das, unfassbar, was da passiert. Aber hoffen wir mal, dass dort bald wieder Ruhe eintritt in Frankreich. Und ich denke, dass Verfassungsschutz jagen für mich nicht die nette Konsequenz ist oder die gute Konsequenz daraus, aber das zeigt, wie konfrontativ die Lage ist, ne? Das heißt, du hast die Leute auf der Straße und das ist die Polizei und da kann nichts Gutes bei rauskommen, wenn man die aufeinander lässt. Ja. Nicht die Lösung.
So ist es, genau. Und okay, und damit kommen wir mal zum nächsten Thema, das ja, das wir leider, über das wir leider immer wieder berichten müssen. Hier sehen wir die Frau von Julian Assange beim Kuchenbacken. Sie ist mit den beiden Kindern von Julian Assange dabei, einen Geburtstagskuchen vorzubereiten. Das sind allerdings keine aktuellen Bilder, sondern das ist irgendwie schon 3 Jahre her. Und Julian Assange hat die Bilder laut dem Tweet von Stella Assange bis heute nicht gesehen. Oh, Julian Assange hat gerade im Gefängnis seinen 53. Geburtstag gefeiert. Er sitzt seit 5 Jahren in diesem Ultra-Hochsicherheitsgefängnis und versucht, die allerletzten rechtlichen Möglichkeiten auszuschützen, die ihn davor schützen könnten, dass er doch noch in die USA ausgeliefert wird. Und zwar, weil er als ernstzunehmender Journalist Kriegsverbrechen der Amerikaner aufgeklärt hat, die ganz wichtig waren für die Menschheit zu erfahren. Das sieht wirklich lecker aus, muss ich sagen. Da hat Julian Assange einen guten Fang gemacht. Ja, aber Was gibt's da Neues von Julian Assange, von dem wir leider gar nichts wissen? Wir haben nur gesehen, das letzte Foto, was da irgendwie durch Twitter ging, das sah überhaupt nicht gut aus, sah aus, als wäre er 70 Jahre alt. Wie geht's Julian Assange? Er ist, glaube ich, aber auch erst 52, oder? Hast du nicht 53 gerade? 52, Entschuldigung, ja, 52, ja. Ja. Naja, wir können im Moment wieder mal nur warten. Es ist ja so, dass die Berufungsanträge, die seine Anwälte gestellt haben, jetzt zum High Court, also dass diese Entscheidung der Gerichte zum höchsten Gericht geht, diese Berufungsanträge wurden abgelehnt. Und gegen diese Ablehnung kann man jetzt, und das ist sozusagen die letzte Waffe im britischen Justizsystem, gegen diese Ablehnung kann man jetzt nochmal Rechtsmittel einlegen. Das haben die Anwälte getan. Und es wird jetzt, und keiner weiß wann, also es steht noch kein Termin fest, zu einer 30-minütigen mündlichen Anhörung kommen, ob der Fall doch noch am High Court, also am höchsten Gericht, zugelassen wird und somit die Auslieferung nochmal verhindert oder hinausgezögert werden kann. Falls auch jetzt dann in der noch nicht terminierten Verhandlung gegen Assange entschieden wird, könnte nur noch als letzte Instanz der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der schon angerufen worden ist, auch von seinen Leuten, von seinen Anwälten, noch angerufen werden. Und ja, es ist dramatisch, es ist erschreckend, es ist furchtbar. Und seine Frau war ja unlängst, das haben wir, glaube ich, irgendwo von Twitter oder so auf Twitter gesehen. Nee, das war das beim Kuchenbacken, aber eben auch in Rom und ist vom Papst empfangen worden, der sich ebenfalls für die Freilassung einsetzt. Ja, es ist nach wie vor ein Skandal, solange Julian Assange dort sitzt und nicht in Freiheit ist, kann von Pressefreiheit in der westlichen Welt keine Rede sein. Und jeder, der auch nur im Entferntesten in unserer Branche als Journalist oder Medienmensch tätig ist, der muss sich für ihn einsetzen und darf nicht zulassen, dass er in USA für 175 Jahre im Gefängnis verschwindet. Ja, oder wie Frau Baerbock dann zu sagen, das ist mein Lieblingsbeispiel, großes Maul vorher und als sie dann in der Regierung war, sagt, dass sie volles Vertrauen in die Rechtmäßigkeit der britischen Justiz hat. Ja, also das ist und genau. Das ist ja genau der Faktor, dass man eben kein Vertrauen haben kann, weil man sieht, der ist wegen Verstoß gegen die Berufungsauslagen maximal 1 Jahr, ist jetzt 5 Jahre im härtesten Gefängnis von Großbritannien und wird dort runtergefahren. Ja, von Nils Melzer, der auch Schwierigkeiten gekriegt hat, weil er das so berichtet hat, das ist der Westen. Ja, also das heißt, das ist die reale Situation. Das sind Leute, die dem Rest der Welt was von Menschenrechten erklären wollen oder von Demokratie und Freiheit, die irgendwo durchgesetzt werden muss. Ich erinnere an Libyen.
jetzt ein zerstörter Staat mit wo es keine staatliche Gewalt mehr gibt, dafür aber offene Sklavenmärkte. Das sind wir. Und das wir, also das heißt, mit dieser Arroganz anzutreten, und dafür ist Julian Assange wie im Fokus, hier im Brennglas, das Beispiel, was schief läuft. Edward Snowden hat gesagt, wenn man für das Aufdecken von Verbrechen ins Gefängnis kommt, wird man von Verbrechern regiert. Und dazu habe ich nichts weiter zuzufügen. So ist es. So, genau. Und wo du gerade Freiheit und Demokratie angesprochen hast, wir verteidigen die ja jetzt mit unseren Panzern, unseren Waffen und mit dem kollektiven Westen in der Ukraine. Und von da kam ja gerade die Nachricht, dass jetzt die Bücher von Tolstoi und von Dostojewski entsorgt werden. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, also ja, wenn du, es ist wirklich eine bizarre, pervers bizarre Welt, in der, wie gesagt, davon kann eigentlich keine Rede sein, solange Julian da im Knast gefoltert wird. Ja. Es ist eine schlimme Situation, und wir hoffen, dass wir bald positiv berichten können, dass über seinen Fall so entschieden wurde, dass er dann doch nochmal zum höchsten Gericht gehen darf. Nicht durch Bitten, das dürfte dann, vielleicht sollte man so banlieue-mäßig denken. Was passiert, dieser Mann muss endlich da raus, aus dem Gefängnis. Ja, das kann nicht wahr sein. Das ist ein unglaublicher Schandfleck für den angeblichen Wertewesten. Das ist unfassbar. Also eine Möglichkeit, ich denke immer, was es gab, das war im alten China, dass die Leute abends auf die Kochtöpfe geschlagen haben, was ein Signal ist, wie viele Leute sozusagen, das ist, ohne dass was passiert, kriegt die andere Seite mitgeteilt, wir wollen euch nicht. Das ist nicht das, ihr habt sozusagen kein Vertrauen mehr. Also ich glaube, ohne einen gewissen Druck, ich habe kein Vertrauen in das Rechtssystem mehr, so wie das abläuft, gibt keinen Grund, Vertrauen zu haben. Julian Assange war ein Beispiel. Wir hatten Ballweg, was ähnlich abgelaufen ist, ähnlich, ja, nicht auf der gleichen Linie, sozusagen die Leitversion davon, aber auch schon so, dass ich denke, Bananenrepublik, ja, das ist politische Gegner, Dissidenten werden abgeräumt, und dafür ist Julian Assange ist das krasseste Beispiel, dass das, was der, also mein Satz dazu ist der, dass der Westen die Krankheit ist, als deren Heilung er sich ausgegeben hat, ja, und das ist an dieser Sache auch wieder zu sehen. Also das hat keinen Zweck damit. Das hat auch keinen Zweck, darauf zu hoffen, dass Leute Einsicht zeigen, sondern da muss wahrscheinlich so agiert werden, dass man diese Leute los wird, ja, dass man sie aus den Posten rauskriegt, dass klar wird, dass den Leuten klar wird, dass wenn sie so agieren, sie Schwierigkeiten haben. Im Moment ist ja mal umgekehrt. Im Moment ist, wenn man Ulrike Gero heißt, kriegt man Schwierigkeiten. Wenn man Zuhareb Bakdi heißt, hat man Schwierigkeiten. Wenn man Julian Assange heißt, hat man Schwierigkeiten. Aber man hat keine Schwierigkeiten, wenn man Victoria Nuland heißt, ja, und für so viel Dreck in der Welt verantwortlich ist. Das funktioniert. Nun gut, es liegt einiges im Argen. Wir haben also noch viel zu tun in diesem dritten Jahrtausend. Und alle, nicht nur wir, alle. Ja, ja. Robert will doch immer wieder positiv aufhören. Genau, ganz genau. Das versuche jetzt nicht, das wieder runterzureißen hier. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, so viel ausgedacht. Eine der guten Nachrichten ist auch, dass wir jetzt schon wissen, wann unsere nächste Sendung kommt. Und zwar während des Pax Terra Musica Festivals, das in Friesack bei Berlin stattfindet, vom 26. bis 30. Juli 2023. Dort wird unsere nächste Sendung aufgenommen, und dort könnt ihr uns persönlich treffen, wenn ihr möchtet, beim Pax Terra Musica Festival. Bei sensationellen Vorträgen, zumindest der von Robert wird sensationell. Ja. Meinst du den Außerirdischen, den ich mitbringen will? Genau, das soll ich ja nicht sagen. Nein, das sollst du doch nicht sagen. Okay. Bei Robert ist nicht so, dass er entführt wird, er entführt. Ja. Genau, ich bin der Böse, die Aliens haben Angst vor mir, deswegen haben die mir auch noch nie ihre Aliensonde in den, na gut, lassen wir das. Also, danke, dass ihr dabei wart. Und ich freue mich, euch auch mal wieder persönlich zu sehen, Jungs. Ja,
Und wir sehen uns alle dort wieder. Macht's gut, ihr beiden. Tschüss. Auf ein Jägermeister. Ciao. Tschüss, tschüss, Matthias. Und euch auch vielen Dank. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass wir uns mal sehen, dann kommt doch zu diesem Pax Terra Musica Festival, wo wir unsere nächste Sendung aufnehmen. Ansonsten gilt das, was ich immer sage. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Website exomagazin.tv. Bitte unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag über die Bankverbindung, die ihr im Beschreibungstext dieses Videos findet. Ihr könnt es gerne auch hochladen, runterladen und irgendwo wieder hochladen. Wenn ihr findet, dass es wichtig ist, diese Nachrichten zu verbreiten, da haben wir gar nichts dagegen. So long und wir sehen uns bald wieder hier im dritten Jahrtausend.